Aufnahme ist gestartet. Iha! Jetzt darfst du hier wieder zu. Aber live gehst du nicht, oder was? Nee, nee, nee. Mhm. Mhm. Was haben wir hier? Eine abgegammelte Tomate. Nice. Da war eine Wahrnehmung, da war eine Wahrnehmung. So. Ja, bei mir hier. Ich bin aus Versehen rausgegangen. Darf du mal da zu dieser okay, aufgeschlagen, fuck. Und ich würde sagen, wir sind an einem Hafen. Hier sind bestimmt auch Händler. Ja, komm mal bitte wieder zurück, David. Wir brauchen dich hier. Oh, da ist auch eine Wahrnehmung bei dir, okay. Ja. Mal. Auch fehlgeschlagen, was ist denn hier los? Guck mal, ob du da die Wahrnehmungen schaffst. Ja. Okay, und einmal hier hinten noch. Ich kann hier nicht entschärfen, da. Nice, auch erfolgreich. Hast du kaputt? Oder hast du keine Dietriche mehr? Ey. Tolinchen. Ich guck gerade, ob ich die. Doch, die Fallenentschärfungswerkzeug habe ich 18 Stück bei. Kann die aber nicht entschärfen, irgendwie. Also nicht raufgehen, wenn es geht. Geht und passiert nichts, ich bin drauf. Okay, cool, dass du es ausprobierst. Kannst du sie nicht entschärfen, weil es schon entschärft ist? Ja, ist nur mein Gnome hier. Achso. Lass mich mal. Oder pass auf. Ja. So mit. Na, vielleicht, weil ich das andere Ding da entschärft habe schon. Wir können ja mal die Fackel ausmachen. Was soll machen? So, mach ich mal eine Anmut. Tu das! Tu das! Nee. Du hörst dich jetzt nicht mehr doppelt, Schaulinchen? Nee. Nö, alles in Ordnung. Sehr gut, sehr gut. Dann musst du das jetzt unbedingt auslösen da, lass es doch. Sei doch froh, dass es nicht geht. Na, vielleicht das sieht für mich aus wie eine Geheimtruhe oder ein Geheimweg oder. Nee. Irgendwas. Ich denke mal, die Dinger wären losgegangen, wenn wir da auf die Falle getreten wären. Oh, okay, ja gut. Ich da ausprobieren, Gespräch. Mhm. Und dahinter sieht es aus, als wären wir da so ein Fischerdorf. Okay. Ich glaube, hier geht's nicht weiter, nur durch die Tür Richtung Hafen. Naja, aber dann können wir doch durch die Tür gehen. Unten war ja jetzt nichts weiter. Da waren wir ja durch eigentlich soweit. Genau, dann können wir wieder in die Kanalisation und den anderen Weg hinten weitergehen. Ach, gehen wir wieder runter, oder was? Nein, wir gehen jetzt erstmal in die Stadt, verkaufen, machen eine lange Rast und dann können wir wieder in den Kanalisationspunkt und hinten weitergehen, auf der anderen Seite. Ach, so meinst du, okay. Aber die Quest zeigt genau auch hier wieder die drei an, die wir in der Kanalisation gehabt hätten. Kann sein, dass das einfach nur noch eine Leiter ist, wo du dann auch wieder rausgehst. Hä? Warum kommt jetzt die Anfrage? Ja, weil ich gerade die Karte wechseln wollte, aber geht nicht. Ich habe nur diese passierte Holzdoppeltür-Karte, sag ich mal. Mhm. Ich dachte, man kann noch ein bisschen weiter rausgehen, aber ging nicht, deswegen habe ich das gleich wieder abgebrochen. So, nee, use nicht rechtsklick, da teleportierst du dich. Habe ich doch nicht getan, ich bin immer noch da. Ja, wir haben eine Anfrage bekommen. Ich werde immer nur angeschrien von dir. Ach so, besser so. Aber ich bin empfindlich. So, gucken wir mal. Hier vorne liegen Bälle. Ist der Tyler wieder da? Ja, wir sind da. Hallo. Epipura, weißt du, wie man hier hochkommt? Nee, war Tyler. Komm nochmal zurück, Tyler, dann siehst du, wo wir lang sind. Tyler muss noch die Treppe hoch. Ist aber eine Leiter, glaube ich. Und welche denn? Da gerade zu, wie du schon guckst, genau da wo du schon guckst, da hoch und dann gleich rechts und. Dann kannst du da. Nee, nicht die Leiter, sondern die andere Leiter. Rechts. Zweiter V. Nee, nicht die. Nicht die. Da drüben. Ja, links jetzt, da, Eges. Hoch, links hinter die Rohre da. Da musst du hin. Da, genau, da, ja, perfekt. Und da ist der Stream hängt vielleicht ein bisschen hinterher, aber. Ich muss beim Stream mal gucken, ich habe irgendwie so einen schwarzen Rand da unten, ne? Ja, stimmt. Oder? Hab ich gerade bloß Optik. Nee, ich sehe nicht. Optik! Noch höher, ja? Ja, ganz, ganz nach oben. Ja, ganz hoch.
Okay. Da nicht direkt hochklettern, weil aus der Falle die explodiert. Ja, da bei den Kisten. Und wer hat die Kisten davor gestellt? Die war schon vorher da. Man kann drüber klettern. Okay. Geradezu die Tür. Scheint eine sehr fortschrittliche Stadt zu sein hier. Tatsachen, da hat sich wohl was verschoben. Das mal, Leute. Alex gar nicht auf der Map. Ich bin ich bin in die Stadt weiter rechts. Muss ein bisschen rauszoomen. Ja, nee, du wirst mir gar nicht angezeigt auf der Map. Ich bin schon in die Stadt weiter rechts. Am Rand. Soll denn nicht? Oder war ein roter Punkt. Kann man das nicht auch einzeln ziehen? Er würde wirklich versuchen. Mal komplett. Was für ein Wichser. Ah, hier ist noch ein Portal, nice. Okay, da fehlt uns dann oben ein kleines Stück von der Minimap, da unten ist eine schwarze Kante. Warum kann ich das jetzt nicht richtig einstellen? Cutscene. David ist in der Cutscene. Oh, Wollo. Ist ja schön für ihn. Ach. Jetzt ist der Streifen weg. Lass den Stern, Alter, der hat mir ein Auge entfernt, das hat nichts gebracht. Lass den Stern. Es ist nur ein Level 1 Auge, Mann. Die Level 1 Auge. Kind, gentle citizens with your lies, your delusions, your conspiracies. Though you hide behind a mask of stories, we have seen. Schön, dass wir ihn vertraut haben. We see what here. Attention seeker. Here. Okay, der hat auch nicht viel Text. Of chaos. Lass mich raten. Nee, okay. Das ist ja richtig gebumst aus, David, Alter. Today, citizens, we rid ourselves of this cankerous sore. Today, we burn away all falsehoods. Today, we will be divided no longer, for today, we rise in truth. Don't you stand there? Help me, goddammit! Nee. Help me! Ach, danke, nee. Bin beschäftigt. Ich werfe viertens. Ist ein kleiner Wixi. Kotzt mich jetzt echt an, dass. Was ich da verstehe. Also. Aber ist egal, kann ich jetzt halt nicht ändern, Leute. Ich will den Stream deswegen nicht nochmal neu starten. Das ist doch alles super. Oder wo ist das Problem? Nee. Neben mir fehlt was. Jetzt sieht man, wenn die Karte offen ist, dann ist oben ein Stück von der Karte weggeschnitten. Okay. Aber ich kann es nur so oder so machen. Ich habe keine Ahnung, warum es sich jetzt nicht mehr in 1920 zu 180 stellt, sondern irgendwas dazwischen macht. Komisch. They delay their very own salvation. Dear citizen, dear friend, rest assured you will have your justice. But I'm afraid the time for trial. Mit den richtig strange, mit dem du gerade quatschst, Alter. Mhm. Aber meinst du die Totenköpfe, Tattoos auf seinem Bauch und als Kette um seine Brust? Nee, der mag einfach auch Philip Plain. Dein Bruder. Ich glaube, der mag es, Leute zu töten. Oh, okay. Du bist im Kampf, oder was? Ja, sie. Wir sind im Kampf, ja. Oh. Seiten, ihr? Ja, ich wollte da unten zum Teleport, dass wir da hin teleportieren können.
Bloß nicht, dass ich an denen vorbeilaufe. Oh, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Ah, ich kann ja chillen erstmal. Kann ich nochmal kurz raus. Mal gucken. Ich hab echt keinen Blassen, Leute, was ich da verstellt haben kann. Das Dreckspfeil. Die haben alle so 20 zu 60. Der Name! Dick Dreckspfeil. Und decke ich jetzt wenigstens die Karte ein bisschen auf. 60 bis 80 haben die. Bitte? 60 bis 80 HP haben die. Jupp. Ja, ist schon ein bisschen hart. Da oben, der ist da. Der war schon da noch nicht geschlagen. An den da oben komme ich bestimmt kacke ran. Obwohl, die stehen eigentlich alle ganz gut in der Reihe. Ich glaube, ich blitz die einfach weg. Mach den Blitzer, Dicker. Ich könnte 4 gleichzeitig treffen. Fuck, jetzt bin ich überladen. Ah, okay. Sorry, Leute. Oh, ja, na, das fast da hinten treffe ich sogar auch noch. Nice. Wissen nicht. Müssen wir so machen, dann fehlt hier ein Stück am Rand. Tut mir echt leid, aber ich jetzt nicht so schnell raus. Wir spielen jetzt einfach. Hä? Warum ist er denn jetzt nach vorne gerannt? Das war auf jeden Fall interessant, David. Wir sind hier oben. Alter, hier glitscht gerade alles, Alter. Kamera, kannst du wieder rausgehen? Danke. Oh, Alex, willst du dich jetzt noch dazu gesellen? Ich bin auf dem Weg. Okay. Nee, ich meine nur, ich kann halt nicht im Fight sehen, wie... Also, wenn du auf die Karte gehen, dann siehst du ihn rechts, wie er dann zu uns kommt. Direkt über dir steht auch noch einer. Hinten bist du. Okay. Ja. Der war in der Stadt. Der hat sich wahrscheinlich hingebeamt. Ja, ich hab mich durch das Portal, da bin ich gegangen, ja. Bei mir bist du durch das Portal? Nein, gegangen? Ich bin da hinten zu dem Portal gesportet, am anderen Ende der Stadt, hab ich dir aber gesagt. Ich dachte, du meintest das Portal da hinten. Okay. Wenn du mich nicht gesehen hast, dann bin ich da nicht. Ja, nee, okay. Gut, haben wir das jetzt auch geklärt, ist auch schön. Ja. Ah, jetzt wenigstens einmal die Stadt hier aufgedeckt, dank dir. Ja. Nimm vorher einen Heiltrank, bevor du es. Gucken wir mal. Oh, was laufen da unten für Viecher? Oh, oh. Ist der Stahlwächter jetzt auch gegen uns? Nein, die kämpfen nicht gegen uns. Die laufen nur hin und her. So, jetzt bin ich so gut wie da, glaube ich. Gut. Wenn ich dran bin, muss ich bloß ein Stück dichter ran, dann würde ich die Bumsen, die da in der Pfütze vor dir stehen, David. Die du schon angegriffen hast. Ja, perfekt. Oder ist Pfütze? Nee, ist Alkohol. Ja, aber genau. Feuer ist, glaube ich, jetzt ein bisschen unpraktisch, wenn er da hinten an so einem brennenden... Bei dem Fass jetzt ist? Ich weiß nicht. Nicht, wenn ich hier vorne die Pfütze anzünde, dass das... Keine Ahnung. Rüberwandert. Okay. Zünde die Pfütze an, ist okay, denke ich. Die Pfütze da hinten, die sollte eigentlich nicht bis zu mir kommen. Gut, ich bin da. Sehr gut! Gut, David, dann mach noch deine Züge. Okay. Wenn es los ist. Lass mal gucken, ja, wo die alle sind. Rettungswurf für Lungen. Wie weit sind die weg? Lammenklinge, jetzt fängt er an. Packt er aus hier, Leute. Jetzt packt er aus. Aber woanders hin fliegen, das ist doch scheißegal. Okay. Da oben ist auch ein Gegner. Wo? Dann bei dir oben. Komm ich zu dir da hin. Wo ist da ein Gegner? Hier. Also nicht genug. Ich und David. Hm. Bei Jusen ist doch Gegner. Hier. Ja, ja. Ja, aber oben hast du gesagt, deswegen. Ich stehe da oben, Alex steht da oben. Hier ist doch kein sagen. Da habe ich mir selber geredet. Guck von unten vom Hafen nach oben. Durchbohrender Schuss. Die Rabauken.
Die tackert dir erstmal ein paar Pfeile von hinten, ihrer Baukind. Auf den Hinterkopf. Flammenhammer! Daneben. So, Jusen, dann lass mal erstmal Peiler seinen Zauber machen, ne? Jo. Wir beide können ja gleichzeitig dann machen, oder? Wir beide können dann gleichzeitig machen, genau. Ich muss runterkommen. Mich kotzt das so an, dass das mit dem Bild gerade nicht hinhaut, aber ist glaube ich, egal. Peiler, komm doch erstmal runter. Ich bin ja noch nicht dran, Digi. Nee, ich meine emotional gesehen. Ja, gib mir Mühe. Wollen ja Wollo retten. Den Schlawiner. Piekt der eigentlich dann nochmal im Auge rum, oder? Also ich persönlich scheiß auf diesen Wollo. Ich bin dabei, Jusen braucht ein zweites Auge. Dann mach mal, Peiler. 31 Meter. Du darfst. Guck grad, die stehen auf Alkohol. Muss ich erstmal ein Stück ran gehen. Die stehen auf Alkohol. Reicht das? Das sind Alkoholiker. Hey, das ist mir zu weit weg. Ich flieg ein Stück ran. Aber von hier aus ist es nur noch so ein kleines Stück. Dann stellen wir uns so ein bisschen hinter Jusen. Das müsste ja eigentlich reichen. Ach, scheiße. Stimmt, kann ich ja nicht. Ich bin ja gerade gelaufen. Wollte sie doch alle genau treffen. Aber wenn du die Feuer oder die Alkoholpfütze hinten anzünden kannst, das wäre schon mal sehr praktisch. Na, ich könnte ja alle drei treffen an der Alkoholpfütze. Das versuche ich jetzt. Ja, oder? Perfekt, dann mach das. Naja, zwei. Ach, scheiße. Ist okay, dann mach zwei. Ich hätte vorher fliegen machen sollen und nicht erst laufen. Ich vergesse das immer. Ja, ist ja nicht schlimm, wir können das nicht ändern. Mach das Beste aus der Situation, die du gerade hast. Nice. Guck, okay. Jolin oder Ecke? Er peilt die Lage. Wir können erstmal die da versuchen. Beide zusammen. Ich würde die Dreier hier hinten angreifen, dann könnte ich vielleicht einen wegkillern und dann könnte ich nochmal angreifen. Na dann, mach deinen Versuch's. Gerade Hunde an der Mütze. Ja, das aber auch den Speer von da hinten werfen können, hat so allen Schaden gemacht. Oh, war ja. Aber mal, der ist jetzt eh weg. Ja, stimmt, hast recht. Und jetzt werfen, okay, ich probier's mal. Warum glitscht die Kamera immer rein? Ja, das ist ich weiß Kacke. Auch nicht. So. Triffst du sie noch beide? Ja. Nice. Alter. Und wieder reingeglitscht. Und wieder raus, bitte. Was wird Jusen tun? Das ist schon nicht schlecht, der Teil. Brauchst eigentlich ja keine Armbrust mehr. Ja, stimmt. Das Ding ist schon echt Porno. Neben dir steht noch einer, ne, Jusen? Ja, aber wie gesagt, der ist relativ voll. Die anderen waren schon ein bisschen angefragt und deswegen konnte ich ja nochmal öfter angreifen. Aber an die Armbrusttypen könntest du ranlaufen. Armbrust? Also wenn du noch Laufdings hast. Für diesen Noobista oder wie der heißt? Nobster? Ja, der kann dich abhauen und im Nahkampf ist er, genau, einfach bleib einfach so stehen, genau. Bedroht steht er jetzt, wo du dran stehst bei ihm. Gut, dann zu beenden. Nee, der hat ja eine Armbrust und im Nahkampf macht er keinen Schaden und wenn er Schaden machen will, muss er weggehen und dann kriegt er einen Hit von Jusen. Das ist wahr, ja. Und dann ist Alex noch dran. Gut, Schaudinchen, ich habe zwei weggekittert, glaube ich. Okay, nice. Kurz mal weggeschmettert. Angesmashed. Lächerlich. 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 Mach dich hier auf. MMA-Fighter, aber lächerlich. Warum denn, Icke? Ist ja nicht du. Ist ja nur dein Zauberer, Rumster. Was bin ich? Achso. Na, Pech. Zeig mir, was du kannst. Hä, warum filmen wir jetzt meine ganzen keine Reaktion wirklich? Ja, genommen. Du bist doch benommen, habe ich irgendwo gelesen. Hm.
Was kannst du tun? Und Lami legt es auch noch, Alter. Krass, krass, krass. Alex, nimmst du auf nebenbei? Mhm. Na, freilich tut er das. Super. Und dann müssen wir auf jeden Fall deine Aufnahme nehmen. Oh, ist in Ordnung. Mal ist eine Bonusaktion. OBS will mich halt verarschen. Muss vielleicht mal das Update machen. Vielleicht regelt sich das dann schon wieder. No. Aber ich denke mal, uns sollte es heute nicht stören. Nö. Meine, wisst ihr, wie es aussieht, wenn er das jetzt so auf einen riesen Fernseher oder einen riesen Computerbildschirm guckt? Das wird bestimmt nicht so geil aussehen, aber es sah auch vorher nicht so geil aus. Eher so Stanni. Passt schon. Scheiße, jetzt habe ich mich auch bewegt und hätte noch fliegen können. Ja, da müssen wir dran denken. Erst fliegen. Ah, jetzt habe ich mich umgedreht. Nein! Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich glaube, ich kann nur 11 Meter laufen, kann aber 18 Meter fliegen. Das macht schon einen Unterschied. Nicer, nicer. Warum? Wie Atsch? Oh, er ist bezaubert von dir, Dicker. Nein. Dafür kriegt Alex den Pfeil jetzt ab. Super. Das war nicht der Plan. Aber schau nicht, den geht's ja ganz gut erstmal wieder. Das heißt, glaube ich, nur, dass er mich nicht angreift, oder was? Oh Gott. Ja. Ganz schön hot. So, der Usinator ist dran, ne? Achso, erstmal wieder der liebe Pylorus. Oh Gott, dann gucken, wer lebt denn hier noch? Bei dir nur noch die Bäden, oder? Die da unten, die 13er. Der 7er, ja. Der 7er sollte kein Problem sein, die 13er könntest du wegkloppen. Oder bei Usen sind noch 2er, wa? Ah, hm. Aber der steht dazwischen. Na, ich glaube, ich könnte die auch. Nee, wir können, dann krieg ich sie nicht. Na, ich könnte sonst die große wenigstens mit angreifen, die noch so viel Leben hat. Die hier. Oh ja, das wäre charmant, wenn es gehen würde. Mal gucken, was hat die? Oder du kriegst erstmal den 13er weg, wenn es geht. Kann auch mehrere wegkillen, Leute. Ja, aber der ist ja Schuss. Ja, dann mach den 7er da unten weg, der ist danach dran. Gut, dann muss ich aber doch erst vielleicht doch noch ein Stück nach unten fliegen. Damit ich sie so alle so weit im Blick habe. Warte mal, ich glaub, wenn ich mich hier hinstelle, könnte das hier klappen. Mach erstmal den Siemer. Oh, okay, okay. So funktioniert das. Okay, okay. Ich musste mich bloß richtig positionieren, dann heißt er alle drei getroffen. Schillig. Und war doch gut, hat genau für die beiden gereicht. Perfekto. Zwei Probleme weniger. Ja, dafür ist der Feuerstrahl halt geil. Und dass man die Zauber halt auch stacken kann, dann noch auf Stufe 3, 4, 5, 6 und so. Da kann man schon viel mitmachen. Aber wir haben auch beim letzten Gegner, letztes Mal im Stream gemerkt, auch wenn man viel mit, na, was hatten die immer so Fesseln? War man ja so und so Ketten gefesselt, sag ich mal, ne? Gelähmt. Gelähmt hatten wir ganz oft, betäubt. Und was hat der da, genau, verlangsamt auch noch. Und was hatte der komische Dude da noch mit uns gemacht, mit unseren Gedanken? Gedankenschinder. Genau. Da hat er auch noch so eine Fähigkeit eingesetzt. So, der Yuzi. Ja, die schlimmste Kombo war immer noch verlangsamt und liegend. Ja. Aber wo Yuzi nicht mehr aufstehen konnte, das war echt. Ja. Ja. Nervig. Aber das wäre ganz gut, Peiler, wenn du irgendwas hast, was so AOE verlangsamt machst, dann setzt du das Feuer an und dann springe ich mit dem Eulenbären drauf, dann liegen die ja alle. Dann können die einfach 3, 4, 5 Runden nicht aufstehen. Ja, müssen wir eh mal gucken. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, ich muss bei den Zaubern eh mal schauen. Ein paar bestimmte brauche ich ja so gar nicht und könnte die austauschen. Also könnte ich bestimmt mindestens 4 Stück austauschen, weil ich die echt wenig benutze. Ich meine, das Geile ist jetzt natürlich, dass die... Wow. Da ist irgendwas explodiert, glaube ich. Wollo, ja, Wollo ist tot. Ja, Wollo, ja. Wollo ist tot. Er war wohl ein bisschen zu langsam. Achso, ne, eventuell wegen der Feuerspur. Ja.
Hätte einer von uns den befreien müssen, vielleicht. Oder ein Wasserzauber drauf? Lebt er noch da hinten in der Ecke? Nee. Nee, der ist weg. Der ist hin. Er liegt da ja, aber er ist tot. Ich kann höchstens mit Toten sprechen, vielleicht mit ihm, aber sonst. David, machst du was? Wiederbeleben wird, glaube ich, nichts. Überlege doch. Was macht eigentlich diese mentale Erschöpfung? Weisheit in den ganzen Körper, einen Malus von minus 1. Ja, Usen, dann hau drauf da, mach ihn tot. Bist halt okay. Dran. Der Zwerg war schneller. Oh, alles klar. So, würde ich sagen, gehen wir erstmal verkaufen. Willst du schon verlassen, Jusen? Bin schon überladen. Wieso? Sollen wir dich verkaufen? Ne, ich wollte das Portal hier. Ich will das Portal hier unten haben. Ja, ja. Na, Alex, der Dude hätte dir gefallen, du. Ja, wieso? Er hatte 5 oder 6 Dolche bei. Läuft bei ihm. So, dann darf kann ich. Kann einer Wolo wiederbeleben? Na, hat jemand das jetzt aktiviert, das Siegel? Ja, oder noch nicht? Auch. Ja, David hat's aktiviert. Liegt Wolo hier rum? Ach, der liegt an der Ecke. Wollen wir den unten? Ecke? Ist halt die Frage, ob wir ihn vielleicht nicht sogar wiederbeleben können. So, ich gehe jetzt erstmal zum Händler. Auf jeden Händler. Fall mit den Toten sprechen könntest du mit ihm machen. Meine Jordin, ich gebe dir den Stuff zum Verkaufen. Ja, aber nicht jetzt. Nee, wenn du bereit bist. Willst du mal mit Totreden ausprobieren, David? Was macht der eigentlich hier, der Hund? Der ist doch bei uns eigentlich im Lager, oder nicht? Wieso ist Wollo hier eigentlich? Na, der ist doch abgehauen, nachdem er dir das Auge entfernt hatte. Nur einer, Alter. Okay. So. Of course. Wouldn't be alive to hold him if it weren't for you. Okay, also ich. Alter, 15.000. Ich stehe am. Ich stehe am, ja? Händler. Gut, können wir dir was reingeben? Warte. Baller ihm alle drin. Lass mir erstmal mein Zeug hier raushauen. Also so ein paar Sachen habe ich auf jeden Fall, aber das können wir ja ein andermal machen. Machen jetzt erstmal Alex und David kann mal Wolo gleich wieder. Jusen, er hat ein Ersatzauge für dich. Echt? Ja. Das kann ich doch nicht einsetzen, oder? Wie kannst du nicht einsetzen? Habe ich das? Ein Ersatzauge. Hast du mir das verdient? Fang ich dir zack, dann. Danke. Bisschen hölzern aus, oder? Oder ein bisschen keimig. Ich glaube, dass ich das Ding schon bei mir drin habe. Ich kann es zumindest nicht ausrüsten. Nee, kann man ohne verkaufen, denke ich. Na komm, dann kann man das behalte ich, das verkaufen wir nicht. Dann behalte das sein Auge, Junge. Kann doch auch nur sein Auge nicht verkaufen. Das ist Wolos Ersatzauge, das ist also nicht seins. Das hat er von irgendjemand anderes wahrscheinlich. Wahrscheinlich war es mal meins. Oh, ihr könnt mir jetzt könnt mir Sachen reinpacken. Bin hochmotiviert dabei. So. Ein paar Sachen hast du jetzt schon mal. Mhm. Doch, fertig ist er noch nicht. Aber du bist überladen auf jeden Fall. Ja. Ich bin überladen. So. Sir. Sagt mir vorher Bescheid, wenn ihr mir Sachen reinpackt. Du hast gesagt, pack Sachen rein, wir haben es gemacht. Ja, ich meine jetzt. Ich verkaufe ja jetzt gerade wieder. Ja, ja. Nicht, ja, dass ich dann. Warten wir ja, wir sehen es ja. Ja. Kann ich denn das nicht reinziehen?
Pfeiler den Spell Kettenblitz hast du schon, ne? Oder kannst du lila Schriftrolle noch nicht lernen? Ah ne, du hast ihn sogar schon im Inventar drin, okay. Kettenblitz? Wo denn? Ich war immer im Inventar. So. Jetzt müsste ich wieder ein bisschen leerer sein. Stufe 6 kann ich noch nicht, ich bin gerade mal Stufe 5. Ich geb dir mal was rein, ja. Ja. Alle anderen Zauber habe ich schon ganz gut gelernt. Also ich finde kaum noch einen neuen von den anderen Stufen. Okay, der hat leider keine Tränke hier. Schade. Verwirrung. Hat er coole Pfeile oder irgendwas? Naja, auch nicht so krass. Ich suche eine Gruppe von Kreaturen. Also einen krassen hat er, aber ist jetzt auch nicht so dolle. Oder hat er vielleicht ein paar Sachen, damit du Sachen herstellen kannst? Also sprich... Nee, hat er nicht. Nee. Hat nichts für Alchemie und Tränke. Also ein kompletter, sinnloser Vixirus. Nee, eben nicht. Wir hatten ja da viele Sachen gekauft schon. Deswegen hat er ja 15.000 im Inventar. Ah, okay. Aber der hatte halt nur Waffen und Sachen. Verwirrung hört sich auch nicht schlecht an. Eine Gruppe von Kreaturen kann man verwirren, die laufen denn sinnlos umher, greifen sinnlos an und überspringen auch gerne manchmal ihre Züge für 3 Runden. Man Gegner auch gut mit aufhalten. Feuerwand. Bis ich durch die ganzen Bücher durch bin. Achso, die Bücher, die ich dir reinpacke, die habe ich immer schon gelesen. Ja, das sehe ich doch nicht. Da gibt es keinen Unterschied, David. Ja, da steht leider nicht, David hat's gelesen, Jusen hat's gelesen. Dann Bücher sind ja nicht schwer, dann horte ich erst meine Bücher und dann sage ich dir jetzt vorher mal Bescheid, wenn ich sie reinpacke. Ja, dass ich meine erstmal verkaufen kann. Ja, genau. Dann. Ich dachte, das hast du schon. Deswegen alles reinpacken. Ich habe einen guten Zauber für Alex. Totstellen. Ich lese immer die Bücher, bevor ich sie erst reinpacke. Weil du der alles Verkaufer bist. Oh. Ja, da denke ich immer nicht dran, bevor ich zu den Händler anquatsche, dass ich meine Dinge hier einmal durchklicke. Wir haben auch schon einmal 75 Erfahrungen gekriegt von einer Schriftrolle. Ja, und Inspiration haben wir auch schon bekommen. Ne, ich meinte eben gerade. Achso, ja. Du wirst sogar Use verkaufen, wenn ich ihn dir ins Inventar packe. Ja, klar. Oh, ich habe nicht genug Zauber. Ich habe Tote wiederbeleben, hätte ich immer an Volo ausprobieren können. Aber ich habe gerade keinen Stufe 3 Zauber mehr. So, ich habe alle durchgeklickt. Nice. What can I do for you? Of course. Aber wenn wir eine lange Rast gemacht haben, könnte ich ihn versuchen wiederzubeleben, wenn es noch geht. Oder stand da Kreatur? Ich hab's grad nicht. Habt ihr mir jetzt alle drin gepackt, was ihr hattet? Also ich bin leer, ja. Jusen, mach mal Rechtsklick auf Volo. Ah ne, bist du noch hier? Ich bin hier. Mach mal Rechtsklick auf Volo. Guck mal, was ganz oben steht. Aufheben. Ja. Soll ich das machen, oder was? Ja, na klar. Steck nur einfach in die Hosentasche. Er hat sich einfach in die Tasche gesteckt. Habt ihr das gesehen? Hier ist er, Leute. Ja, ich hab mir Leiche bei mir. Cool, dann können wir ihn mitnehmen. Dann kann ich ihn bei uns wiederbeleben. Leg ihn einfach ins Lager. Oh, eine volle Dekose Kett. Der Arme. Okay, ich probier's mal.
Beule kommt in die Kiste, ja. Okay, der wird den ganzen Rest bei dir behältst du noch, ja? Ich auch. Tusen hat ja auch alles. Cool. Wie gesagt, wenn wir im Lager. Ich kann den echt in die Kiste packen, ne? Der ist gruselig. Ja, ich versuche ihn dann mal wieder zu beleben, wenn ich wieder einen Stufe 3 Zauber habe nach der langen Rast. Mal gucken, ob das klappt. Können wir hier eigentlich looten? Sieht so aus. Oh, ist aus. Warte, ich speichere vorerst. Alex, bist du gerade am Verkaufen? Da kannst du bin bleiben. Immer noch am Verkaufen. Passiert nichts. Kannst du kurz stoppen, damit ich speichern kann? Ja, ich will schon. Darf ich speichern? Ja. Ich habe gestoppt. Achso, ja gut, jetzt haben wir gespeichert, dass Volo tot ist. Momentan. Jetzt sind wir bei uns. Ja, wir haben doch damit abgeschlossen, sonst hätten wir den Kampf doch neu gestartet, schon im Kampf, oder? Ich habe gedacht, ihr wärt damit alle zufrieden. Ja, Jusen mochte den nicht und wir haben jetzt ein Auge. Gut, aber ich glaube, der hätte uns beibringen können, wie wir mit dem Musikinstrument umgehen können. Dann gibt's halt mal keine Musik. Musst du mal mit klarkommen, David. Kann ich alles immer nach deiner Nase laufen? Nee, Quatsch. Dann muss ich doch nach dem Barbier gehen. Bin in der Cutscene? Mach ich eine nice Friese. Ui. Oh, Jusen. Wen hast du da angequatscht? Du lernst immer die interessantesten Leute kennen. Die hat sogar zwei verschiedene Augenfarben. Höre ich die Bestattung? Die Begattung? Wird deswegen gesungen? Danke, weggehen. Ja, fragst du zwei, würde ich sagen. No, no! Ich habe mich verliebt. Wir müssen nicht einpacken. Jetzt steckt er sich alle Leute nur noch in die Hose. Olli Pocket Style. Dich mag ich, dich nehme ich mit. Bitte lass mich frei, ich brauch deine Tasche. Nein, du bist jetzt mein. Jusen hat den magischen Sack vom Weihnachtsmann geklaut. Den schleppt er mal mit sich rum und dann verschwinden die Leute drin. Jusen fängt an, rote Bälle auf fremde Leute zu werfen. Pokebälle. Und ich auch blaue Meisterbälle. Kannst du dir ja nicht leisten. Nee, oder wenn wir jetzt noch kurz Zeit haben, David, willst du kurz bei den Zaubern mal mit reingucken bei mir? Ich bin gerade in die Küche gegangen, um mir Essen in die Fritteuse zu schmeißen. Aber ich bin in zwei Momenten bei dir so. Du kannst ja schon mal aussortieren, die du gar nicht benutzt. Weil, ja klar, diese ganze Lehm- und Dings-Gedöns bringt aber auch, glaube ich, nur, wenn es was Flächendeckendes ist. Nicht, dass es wie bei diesen Einspell ist, der macht einfach einen Rettungszauber und dann ist das Ding für den Arsch. Deswegen sollte es schon so wir wollten gucken nach flächendeckend verlangsamen. Kannst du nicht irgendeine klebrige Pfütze oder sowas machen? Tentakel zum Beispiel. Aber ich muss erstmal ein paar Sachen rausnehmen. Genau, sortier erstmal aus, wo du sagst, so, nee, habe ich nicht benutzt. Also ich würde sagen, entweder Single Target, was kaum Damage macht, beziehungsweise Flächendamage, die kaum Damage macht. Aha. Eisattacke finde ich noch gar nicht so schlecht. Na, die Kugel benutze ich zum Beispiel auch gar nicht mehr, weil du die hast. Aber der benutzt die Kugel ja auch nicht wirklich. Ja, da weiß ich halt nicht. Du bist halt ein Feuermagier und ignorierst halt den Feuerangriff. Aber ich weiß nicht, ob das auch für deine Kollegen gilt. Ich glaube aber schon, weil bei meinen Kollegen gilt, glaube ich, auch dieser Trank, dass ich halt attacken kann. Also nochmal attacken kann. Mhm. Dann nehme ich die Dolchwolke auch raus. Die habe ich jetzt nicht mehr benutzt. Die war bis jetzt immer blöd, weil wir dann auch nicht durch konnten. Richtig. Weil die konntest du, glaube ich, auch nicht skippen. Doch, kann ich zerstören. Doch. Ah, okay. Kann ich immer. Ah, nee, das war bei Jusen bei seinen Butterflies. Jusen hatte doch seine Schmetterlinge, die wir nicht weggekriegt haben. Mhm. So, ja, diese Sturmdinge, ja. Bei den Eishagel und dem Blitz, den Dings, den habe ich schon öfter eingesetzt. Die lasse ich mal. Was flächenmäßig, meinte David. Na, ich habe hier zum Beispiel Edwards? Mit den Scherenhänden? Ja, schwarze Tentakeln.
3 bis 18 Schaden. Tentakeln sprießen aus dem Boden, machen ihn zu schwierigem Gelände, greifen Kreaturen drinnen an und ersticken sie. Ersticken? Ja, da steht ersticken. Klingt schon mal nicht so kacke. Ist aber auch ein Zauberstufe 4. Habe ich 4 Stück von, also wäre jetzt nicht das Problem. Ja, nur wenn du 4 Stück davon hast. Wie gesagt, du solltest halt nicht gucken, nicht, dass du 5 Zaubersprüche für Stufe 1 hast und nur ein für Stufe 4, sage ich mal. Sondern dass das ein bisschen verteilt ist. Oh, bin gleich wieder ich da. Eine Zauberstufe 5. Bindung der Ebenen. Den habe ich auch auf einer. Habe ich schon gelesen. Weiß ich nicht, okay, wie der funktioniert. Im schlimmsten Fall hast du aber nur für 10 Runden einen Typi. Das ist kein permanenter Typ. Aber drück mal T und geh mal auf die Bubble drauf. Okay, ja, das steht auch da unten. Das Ziel muss ein. Mann, ich kann das kaum lesen. Ist das ein G oder ein C? Chillistischer, ich lese mal mit C, ein Elementar, eine Fee oder ein Unhold sein. Ja, deswegen ist die Frage, ob du den mitnimmst, wenn wir mal einen Fight haben, wo wir vorher speichern und zurückgehen und dann so einen Typen haben. Also sollte man sich vielleicht im Hinterkopf behalten. Aber wie gesagt, im schlimmsten Fall ist es irgendein Boss, der das einfach abwehrt und dann ist das Spell halt für den Arsch. So, und den bindest du ja, der kämpft auch ja nur 10 Runden für dich. Aber dass der Spell definitiv funktioniert, ist halt, glaube ich, sehr gering. Dann habe ich noch Verbannung. Verbanne dein Ziel vorübergehend auf eine andere Existenzebene, 2 Züge lang. Würde ich auch nicht machen. Also wie gesagt, Dimensionstor. Single-Person CC würde ich erstmal von abraten. Verwirrung. Verwirre eine Gruppe von Kreaturen. Sie greifen, also was er vorhin gesagt hat, wahllos an. Danke, Dustin. Guckst auch zu, ja? Kleiner Schlawiner. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Das könnte man überlegen, ja. Könnte man mal probieren, auf jeden Fall. Ja, wenn die sich wenn 3 Runden sich die im Umkreis alle gegenseitig angreifen. Erst recht, wenn der ganz viele Spinnen oder sowas wie das spawnt, wenn du das darauf packst, dann greifen die einfach sich gegenseitig an. Verwandle eine Kreatur in ein harmloses Schaf. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Das ist halt das, was dann einfach so, weißt du, Rettungswurf und dann. Hast du dich schon reingenommen? Ja. Verbannung. Putz, Blitz. Verlangsamung. Ziehe auf bis zu 6 Kreaturen und verlangsame sie. Ihre Bewegung und ihre Aktion sind beeinträchtigt. Ihre Rüstungsklasse und ihre Geschicklichkeitswürfe sind um 2 verringert. 10 Runden lang. Das ist ein Dreier. Ja, aber könnte man nehmen, weil wie gesagt, da könntest du 6 Ziele, ja. Wenn du vor mir dran bist und ich in der Bärenform bin. Richtig. Beziehungsweise kannst du das auch mit dem Tunnel kombinieren. Weil der Tunnel haut die doch auch um. Welcher Tunnel? Hier dieses Dashen, was ich letztes Mal eingesetzt habe. Ja. Dieser Energietunnel oder was? Genau, weil die. Aber das den hat, brauche ich nicht, oder? Den hat, glaube ich, auch jeder mit drin. Ne? Ja, genau, das lief fliegen. Genau, ja. Und wenn jemand sagt, so, ey, ich stehe hier bei 4 Leuten oder so, ich muss jetzt mal wegdashen, weil der provoziert auch keinen Gegenangriff, dann könnte man sagen, Pilar markiert die vorher, die sind alle. Ja. Quasi verlangsamt und wenn sie dann liegen, obwohl wie lange hält das verlangsamt? Waren das 3 10 oder 10? Runden? Ja, gut, 10 ist geil. 10 Runden. Na, Furcht brauche ich ja nicht, das hast ja du. Ja. Noch Todstellen ist Quatsch, Vampirgriff kann ich mir halt Leben wieder mitholen, brauche ich aber nicht. Halt, Glyphe des Schutzes ist halt, na, kennst du ja das Ding, ne? Ist aber eigentlich ein ganz cooler Zauber. Großes Fliegen mit Tote wiederbeleben. Blindheit. Oder
Doch, Blindheit. Blende eine Kreatur. Angriffswürfe gegen sie sind im Vorteil und ihre eigenen Angriffswürfe im Nachteil 10 Runden lang. Hast du denn Zauberstufe 2? Eigentlich von jeder Spell-Klasse quasi. Achso, ich will mal kurz in Ohren gehen. Aber hast du von jeder Spell-Klasse gleich viel Spells mehr oder weniger? Wie meinst du das jetzt? Ich hab 3 Feuer. Eine Beschwörung. Ja, was hängen hier noch drin? Hier ist jetzt noch eine Fettfette drin. Nee. Hast du 2 Zweierfähigkeiten, 2 Einserfähigkeiten und so weiter? Ich habe jetzt im Moment noch, und den kann ich erstmal rausnehmen, 2 Einserfähigkeiten und eine Zweier. Und wir sind gerade bei den Dreiern. Wie viele Dreierfähigkeiten hast du schon? 3. 4er 3. Und 5er 2. So. Sorry, Leute, bin wieder da. Dafür brauchst du dich entschuldigen. Ich freue mich, dass du da bist. Darfst du ja auch nicht vergessen, ich habe ja durch den Gedankenschinderwurm noch Fähigkeiten und Feuerbälle und sowas, kann ich ja alles immer standardmäßig machen. Ach so. Da brauche ich ja keine Punkte für opfern, deswegen brauche ich nicht so viele Einser. Weißt du? Und bei den Einsern wüsste ich auch nicht, also okay, wir machen erstmal weiter da, wo ich gerade war. Das war das heilige Dings und jetzt sind wir bei den Zweiern. Genau, Blindheit gibt es halt noch. Das habe ich ja gerade vorgelesen. Den könnte ich auf jeden Fall mal mit drin nehmen. Person festhalten. Halte einen humanen Gegner fest. Er kann sich nicht bewegen und weder Aktion noch Reaktion ausführen. Angriffe, die im Abstand von bis zu 3 Metern auf ihn ausgeführt werden, sind stets kritisch Treffer. 10 Runden. Gilt halt nur für eine Person, aber ist schon... Ja klar, wenn Yusen und Alex dran sind, dann können die den easy runterkritten. Ja. Spinnennetz ist langweilig. Gedankenwahrnehmung. Konzentrier dich um die Gedanken... Ah ne, ist nur beim Reden. Dunkelheit, da kann ich ein dunkles Feld erzeugen. Nee, das brauchen wir nicht. Krone des Wahnsinns. Lasse einen humanoiden Gegner ihre irre werden und die nächste Kreatur außer mir angreifen, auch wenn sie mit ihm verbündet ist. Hält 3 Züge, 18 Meter weit schießbar. Seid wieder nur ein Einzelner. Hast du noch einen Feuerspell? Nö, außer halt die Flammenkugel nicht wirklich. Den ich in dem unteren Bereich hier noch habe, wenn du das meinst. Oder meinst du generell? Aber dein Beschwördings hast du noch drin. Das habe ich noch drin, ist oben Stufe 6. Okay. Nee, achso, weil da noch so ein anderes Beschwördings war, aber das war ganz. Ja, aber die sind zu schwach einfach und sonst könnte ich maximal den Hammerzwerg holen. Aber der Hammerzwerg ist doch eigentlich schwach. Die Frage, ob wir 2er haben können. Auch mal eine gute Frage, ja. Weil der macht ja auch Feuer die ganze Zeit, weißt du? Der hat ja haufenweise Feuerspells. Hast du Schlafen geht noch, aber das Einzige... Hast du brennende Hände? Ja, habe ich. Weil damit reaktivierst du ja nochmal alle brennenden Gegner eigentlich. Das kann, glaube ich, auch ganz stark sein. Weil ich weiß nicht, wie weit das geht, aber ich glaube, das geht auch bei Leuten, die du vielleicht nicht siehst, weißt du? Beziehungsweise wenn du die, ich sag mal, zusammen am Anfang angezündet hast und dann rennen sie in alle Richtungen und dann machst du brennende Hände. Aber ich weiß es nicht. Wir haben den Spell, glaube ich, noch nicht richtig ausprobiert. Nee. Aber der hat mit Feuer zu tun, macht AOE, beziehungsweise musst du nicht mal... Ich weiß nicht, zielst du bei dem Spell? Kannst du ihn kurz ausrüsten und mal... Ich sag mal, nicht benutzen, aber auswählen? So, dazu muss ich ihn ja erstmal reinpacken. David, kannst du kurz speichern, bitte? Ich muss mal was anderes für raus, den Fettfütze mache ich ja auch nicht mehr. An der Hände. Laufe. Ja, David. Das ist ein Strahl, der so 5 Meter nach vorne geht und sich auffächert. Auf Stufe 1. Ich kann den bis Stufe 5 theoretisch später bis 6 noch auftürmen. Dann macht er mehr Schaden und...
Ja, deswegen wird noch größer. Und du bist, du ignorierst, oder beziehungsweise, ja, doch, du ignorierst ja die Feuerresistenz von den anderen. Deswegen, ich würde schon sagen. Was denn? Hätte ich nicht speichern sollen? Doch. Alles in Ordnung. Doch, deswegen solltest du ja speichern. Genau. Du hast unser ganzes Vermögen verloren? Nein. Ich wollte den bestehlen. Aber ich habe einen Fingerfertigkeitswurf verkackt. Soll ich neu laden oder was? Ja, warte mal, ich will mal gucken, ob ich es überhaupt schaffe bei dem. Ah, jetzt dreht er sich natürlich nicht um. Ja gut, dann habe ich das jetzt erstmal alles so reingenommen. Bin da mal sehr gespannt. Das Einzige, wo ich mir jetzt unsicher bin, entweder Krone des Wahnsinns, David, oder Person festhalten. Ich würde aber sagen, Person festhalten, weil es einfach 10 Züge lang festgehalten werden kann, ne? Ja. Und Wahnsinn schlägt da um sich. Der kann trotzdem mich oder, also mich nicht, aber einen anderen von euch treffen. Nee, dann lassen wir das drin und probieren das einfach aus, Leute. Haben wir ja schön jetzt. Was ist denn los, Alter? Warum schaffe ich das denn nicht? Ja, jetzt müsstest du neu laden. Hast du denn irgendwann jetzt gespeichert? Dann muss ich jetzt alles normal machen, ne? Ja, er hat auch eben gerade gespeichert, wo ich es gesagt hatte. Ich glaube, du musst noch zwei Spells auswählen. Auweia! Der Stream hängt gerade. Er bewegt sich nicht im Stream. Bleibt mal neu. Bei mir ist alles gut. Jetzt bewege ich mich wieder. Das Stream ist nicht neu. Bewege mich. Mein Stuhl kann auch schön quietschen zwischendurch. Toll. Die Sache ist, ich würde gerne diese eine Rüstung da haben, aber ich will nicht 5000 Gold dafür ausgeben. Jo, naja, klar, dann versuch dich. Aber dann warte ich jetzt erstmal, dann gehe ich nochmal auf Klo. Ja. Dann kannst du, wenn du noch 2-3 Versuche brauchst, kannst du die auch ganz in Ruhe machen. Ja. Ich habe normalerweise auf Fingerfertigkeit plus 13 und muss nur eine 17 schaffen und ich habe es jetzt zweimal verkackt. Verstehe ich nicht. Bei mir ist irgendwie alles verbuggt. Bei mir fehlt außenrum der ganze Rand bei meinen Spells. David ist nur halb da. Ich sehe nur seine Füße und seinen Oberkörper. Der Rest fehlt. T-Pose. Haben sie auch drauf. Hä? Das lebt nach und nach. Hab ich schon wieder nicht geschafft. Warum denn nicht? Jusen, sein Kopf läuft nur rum. Da schwebt nur sein Kopf rum. Ja, lad mal nochmal neu. Bei mir ist es jetzt auch verbuggt hier. Geil, Jusen. Lauf mal um David rum. Oh, ich kann nichts machen. Yeah. Der fliegende Kopf. Krieg hier noch nicht mal fortsetzen und so weg mit Escape. Ja, ich auch nicht. Das ist jetzt alles aufgegangen, glaube ich. No. So, ich hab neu geladen, vielleicht deswegen. Glaub, vielleicht hat sich das Spiel aufgehangen. Na schon. Bei mir war alles normal. Ja, bei mir auch. Aber ich verstehe das nicht mit dieser Fingerfertigkeit. Ich muss ja nur eine 4 würfeln. Wie kann ich denn dreimal hintereinander nicht mehr als eine 4 würfeln? Vielleicht hat er gezinkte Würfel. Kann sein. Ja, mein Spiel hat sich aufgehangen. Ich bin auch noch nicht reingeladen. Bei mir ist aber die ganze Zeit Standbild. Hier passiert gar nichts. Ich komme auch nicht mal aus dem Escape raus. Ja, dann musst du nochmal neu starten, das Spiel. Jo, ich muss mal gucken, wo es sich hier versteckt hat im Task Manager. Irgendwie zeigt das mir nicht an. Da unten. Ja, David, mach Stimmung. Okay, obwohl mit dem Sarg auf der Schulter Stimmung machen, naja. Das Spiel ist gestorben. Also bei mir lädt's ungewohnt lang. Ah, bei mir auch. Da hat es neu, Leute. Jetzt bin ich drin. Ne? Oh, war ein Update? Drin. Da hat es gerade 100% gestanden.
Nee, bei mir steht, du hast das Spiel verlassen. Musst du zumachen. So, dann laden wir wieder neu. So, Ziel auswürfeln. Ich brauche eine 17. Wurf auf Fingerfertigkeit. Und aber ich warte habe... mal, bevor du es machst, gibt es irgendeinen Trank, den du nehmen kannst? Wenn dein dass du Wurf... Fingerfertigkeit besser bist? Jusen, ich habe ich hab Geschicklichkeit plus 5 und Fingerfertigkeit plus 8. Ich habe plus, ja, ich habe plus 13 und ich brauche eine 17. Ja, aber ja. Das hat ja wunderbar funktioniert. Deswegen meine ich ja, kannst du vielleicht noch einen Trank nehmen? Naja. Es sind ja nur so wenig Usen. Ja, ich weiß, aber wie gesagt, bis jetzt war die Erfolgschance relativ gering. Ja, ich weiß aber nicht warum. Jetzt ist ein Erfolg. Ich habe eine 18. Sehr gut. So, ich hab's geschafft. Speichern? Oh, ich bin in der Cutscene. Wow. Ich bin nur lang gelaufen. Ich will Fisch Cole. Ja, komm mal weiter. Ja. Okay, also. Brauchen da. Mal gucken können, vielleicht ist es ein Händler. Warte, ich speichere jetzt erstmal. Pfeiler ist drin, wir haben kein Problem, keine Bugs. Okay. Alex, darf ich speichern? Nein, warte kurz. Seht ihr meine Cutscene? Jo, ich komme gleich rein. Oh, ich täusche den. Na, täuschen, ja, täuschen ist gut. Plus 11. Plus 11 und 10, Alter. Ich kann's nur mit einer 1 verkacken. You'll walk free for now, but your stories won't land so well if you're caught again. Mhm, okay. Darf ich jetzt sprechen? Nice. Ja, jetzt darfst du sprechen, bitte. Ich hab die Rüstung geklaut für 5000 Gold. Ich habe mal eine Frage an euch. Hat einer von euch irgendwie Böller oder Raketen gekauft? Nein. Sehr gut. Hab euch lieb. Irgendwelche tollen Menschen sind gerade wieder unterwegs. Ja. Oh, ich also, wir sind es wahrscheinlich offensichtlich nicht. Ich habe ein Portal gefunden. Oh nein, fuck, ich bin im Kampf. Oh nee, Jusen. Mann, das wollte ich gar nicht. Wo rennst du denn da schon wieder lang? Ich kämpfe jetzt gegen die Stahlwächter. Die gerade. Stahlwächter? Wieso warum, das? Warum gegen die Stahlwächter? Nein. Na, weil ich da zu lange in dieser Zone war. Kannst du nicht einfach nochmal das laden, was wir gerade hatten? Ja. Wo ich Houdin das geschafft hatte? Ich kann da nicht nochmal lang. Nein, alles gut. Tut mir leid. Ja, ich war zu lange in dieser kleinen Base, wo sie sagen, verpiss dich mal lieber. Aber ich hab mich nicht verpisst. So. Richtig im Leben könntest du nicht neu laden. Das ist korrekt. Nee, ich nehme auf, ups, gleich. So, ich habe ja jetzt mittlere Rüstung gelernt. Ich glaube, ich ziehe diese Rüstung dann an. So, was macht denn Anmut der Katze jetzt nochmal genau? Vorteil bei Geschicklichkeitswürfen. Bei Stürzen wird nur der halbe Schaden erlitten. Da ist er wieder. Na gut. Ja, mein Geschicklichkeitsmodifikator. Mann, ich hab einen Batman verpasst. Scheiße. So, alle sind wieder da? Ja. David ist gerade auf Klo. Ja, aber das ist ja viel besser, die... Ja, man hat eine Rüstungsklasse von 22.
deinen kompletten Geschicklichkeitsmodifikator hinzu. Außerdem bewirkt diese keinen Nachteil bei Heimlichkeitswürfen. Genau. Nice. Und ja, das waren noch Zeiten, Digi. Ich habe nur noch die Klamotten bei mir, Alex, die ich nicht verkaufen will erstmal. Aber ja, weiß ich. Ist doch in Ordnung. Kannst du doch in deiner Truhe packen. Alter Falter. So, jetzt genau. Muss ich. Du hältst. Mach ich das mal. Plus 2 auf deine Rüstungsklasse. Der Zombie war ein schön laut. Solange du keine Rüstung oder Schild trägst. Genau, jetzt kann ich die Handschuhe nämlich wechseln im Lager. Plus 1. Solange du wieder eine. So. Jetzt, du hast einen Bonus. Das heißt, damit du weder Rüstung noch genug hast. Punkte, damit du die Katze noch 82 Mal hast. Bitte nicht, David. Ketten und sowas, das behalte ich mal hier alles noch. Ja, nice. Gegen Zauber. Genau. Ich kann sich radieren. Ah, nice. Aber cool, Umhänger hatte die Frau auch nicht, oder? Nee, die hatten keine. Die hatten einen guten Bogen da unten. Aber der bringt keinem von uns was, weil keiner mit dem Bogen angreift. Also. Du hast doch einen starken Umhang. Ja, der ist halt in 2 Meter brennend, die Kreatur, die mich angreift. Ja, du bist der Tank und du bist angegriffen. Das ist auch gut, wenn die Gegner eine Flamme. Ja, ich denke, dass es auch was Geileres gibt, keine Ahnung. Ich frag doch nur. Ich frag für einen Freund, Also sag mal so, also den Bogen, den er hatte, den hätte ich gut gebrauchen können. Aber ich bin nicht geübt in Langbögen. Alter, Schaulinchen, ich sehe gerade deine Rüstungsklasse, du hast uns überholt. Ich hab mir die Rüstung ja geklaut gerade. Heftig. Gib dir mal. Ne, bringt dir nichts. Du kannst ja eh keine mittlere Rüstung tragen, komm. Wirkt ein Gianki fliegen, den brauchen wir nicht. Kampfrausch beendet. Jetzt, sorry. Kann nicht eingesponnen werden, gefesselt werden und nicht auf Fett oder Eis ausrutschen. Na, ich hab schwere Rüstung und sowas, hab ich gerade alles weggepackt, ne? Alles gut? Die wir jetzt neu bekommen haben. Alles okay. Ist nicht schlimm. Weil du wolltest ja noch irgendwas bei dir einstellen, oder? Wir haben alles. Achso. Mit den Zauber und so? Ja, warte mal, ich wollte nochmal nachgucken, hast du. Ja, wurde ja neu geladen, weißt du? Vergiss es nicht. Hat jemand noch Handschuhe und Schuhe? Ne, ist alles. Nee. In der Truhe? Warte, ich muss im Lager gucken. Achso, ne, in der Truhe hab ich nur Essen. Schuhe habe ich. So, Alex, Schuhe. Guckst du bei mir in Stream oder muss ich dir das alles vorlesen? Warte, ich guck bei dir. Linker Funke. Selten. Ich guck bei dir im Stream, warte. So. Ja, okay. Weiter. Was haben wir hier noch? Die Wasserfunke ist sehr ähnlich. Okay, die Handschuhe da. Machen die? Die beschworene Kreatur, das ist so, das mit diesem Beschwören, ne? Bringt mir gerade. Die neuen Rüstungen, die wir jetzt hatten, wo ich eigentlich drauf warte, wenn ich eine Rüstungsklasse schwer haben sollte. Ja, die Rüstungen brauche ich alle nicht, die sind mir egal. Nur Handschuhe und Schuhe. Du kannst Magiehand, achso, ne, das ist mir auch egal. Bezauber oder verängstige eine Kreatur, um den Bonus von, auf Angriffs- und Rettungswürfe zu erhalten. Zaubere oder verängstige eine Kreatur, um einen Bonus von 1d4 auf Angriffswürfe und Rettungswürfe zu erhalten. Du kriegst auch Stärke. Und Stärke noch plus 1. Ja, die würde ich erstmal nehmen. Ganz gerne. Bis wir bessere finden. Bei dir schon. Dritte Reihe, Mitte. Dann brauche ich immer noch Handschuhe. Warte, ich gehe auch nochmal ins Lager. Waren doch Handschuhe, Diggi. Achso, das waren Handschuhe. Ja.
Dritte Reihe Mitte, neben deinen großen Heiltränken. Warte. Dann brauchst du jetzt Stiefel oder Schuhe allgemein. Stimmt, Schuhe brauche ich noch. Warte. Na, Schuhe hätte ich. Schuhe hätte ich die hier. Sich auflösende Nachtläufer hätte ich noch. Ich kann nicht eingesponnen, verstrickt oder gefesselt werden. Und auf Fett und Eis kann ich nicht ausrutschen. Wäre erstmal nicht schlecht. Bis wir was Besseres finden, ja. Ja, diese. Warte, ich stream mal kurz bei Discord. Diese Stiefel von David sind natürlich auch nicht schlecht mit der Wucht. Weil ich spurte ja sowieso immer. Dann hätte ich wenigstens erstmal Wucht. Ich guck mal. Ich hätte auch noch, wenn du spurtest, erhältst du einmal pro Zug zwei Züge lang Zorn. Auch nicht verkehrt, aber so oft spurtest du halt nicht. Was macht denn Zorn? Willst du meine Stiefel vielleicht haben, Alex? Wieso? Stiefel der Geschwindigkeit. Du erhältst einen Bonus von plus 1 auf Schaden durch Nahkampfwaffen. Okay. Das heißt, jedes Mal, wenn du spurtest, machst du zwei Züge lang mehr Schaden. Ein Gefühl für Dringlich sorgt für Ansporn. Die Bewegungsrate der betroffenen Kreatur ist für die restliche Dauer des Effekts immer erhöht. Also bei meinen Schuhen kriegst du eine Bonusaktion dazu. Lage deine Stiefelhacken zusammen, um Bewegungsrate und Bewegungsfreiheit zu gewinnen. Weil du musstest einen Zug machen anscheinend. Nee, ist eine Bonusaktion. Okay. Ja, aber die Bonusaktion bringt mir nicht viel. Ja, die. Ein paar schöne Stiefel für mich. Würde die Zorn-Dinger da nehmen, glaube ich. Von David, oder was? Was hast du da noch? Das andere ist hier barbische Inspiration wieder. Achso, ja. Hier hättest du, wenn du einen Zauber konzentrierst, kriegst du einen Zug lang ich nicht. Hoch, das ist auch Müll. Hab ich nicht. Deine Waffenangriffe bewirken, das sind Handschuhe, deine Waffenangriffe machen 1-4 Nekro-Schaden und du kriegst halt Stärke plus 1. Ja. Wenn du nichts Besseres findest, wäre das vielleicht eine Überlegung. Der Träger ist bei Nahkampfangriffen im Vorteil, wenn er von zwei oder mehreren Gegnern umzingelt ist und Stärke, wäre auch eine Option. Oh, ja, ich glaube, dann würde ich eher die nehmen, weil wenn ich im Vorteil bin, ist das besser. Vorteil bringt mir mehr als das andere. Hey, das war's aber schon wieder. Ja, na, ist doch gut. Dann nehme ich die Vorteildinger. Also ich bin bei Ringe auf jeden Fall immer offen und bei Handschuhe... Na, eigentlich Schuhe bräuchte ich nur und mal eine neue Rüstung. Aber wenn irgendeiner Schuhe hat, weil meine machen keinen Sinn, mit dem Fersenklacken hat er nie benutzt. Wenn da einer irgendwas für einen Zauberer hat an Effekten, weil die Schuhe, die ich da habe, die sind, oh, für den Arsch. Ich hab zwei Zaubererschuhe, aber die. Nee. Ich hab nur ein paar Stiefel und die trage ich gerade, sorry. Auch in der Kiste hast du nicht, ja? Nee, da hab ich wie gesagt nur Essen. David, du hast da auch nicht weiter? Was? Ich hab. Also, er hat doch halt alles vorgelesen, was er hat. Wie viel für das war jetzt für Alex. Was willst du? Eine Rüstung willst du haben? Eine Rüstung oder Stiefel? Oder einen Ring? Der Rest ist eigentlich auf jeden Fall erstmal drin. Nee, Stiefel waren hier nichts vielleicht dabei. Ich könnte einen Unsichtbarkeitsring geben. Aber der ist halt so mehr. Oh, naja, ich habe auch nur einen, wenn. Dafür muss ich Kälteschaden machen, dann mache ich halt im Durchmesser von 4,5 Metern noch extra Schaden. Ja, und Rüstung halt, mache ich nicht, ne? Rüstung habe ich auch nichts für dich dabei. Und Schuhe auch nicht? Irgendein Stiefel? Ja, das waren ja die Stiefel. Der Rest ist barbisch und halt Wucht, aber du machst keinen Wuchtschaden. Na gut, was ist denn mit diesem Adamant-Schuppenpanzer? Ist doch mittlere Rüstung. Achso, mittlere Rüstung kannst du nicht, ne? Ne, er kann nur leichte, glaube ich. Alles leicht. Ja. Naja, dann ist es so, wir haben es versucht, Leute. So. Für das war Jusens alte Rüstung, glaube ich. Ich überlege noch, ob ich die vielleicht anziehe. Die Adamant-Dinger? Wo sind denn jetzt die Schuhe, die du hattest? Ich bin wieder weg. Nee. Ja, die. Nee, die war bei mir im Inventar, die hat jemand rausgenommen.
Ich habe gar nichts rausgenommen. Ich habe auch nichts weiter im Inventar. Warte, ich guck noch mal alle Schuhe durch. Hier. Du wolltest die haben mit Vorteil sein. Ne, habe ich nicht. Die muss ich immer bei mir rausgenommen haben. Ja klar, die waren doch gerade noch hier oben. Aber ich hab die nicht. Na, ich sehe sie jetzt auch nicht in deinem. Da habe ich sie eingezogen. Nee. Nee. Hä? Wo sind die jetzt hin? Weggepufft? Ja. Ich hab sie in mein Inventar gepackt. Ja, das glauben wir dir ja, aber da sind sie nicht. Ich hab sie trotzdem dahin gepackt. Seid ihr alle im Lager oder was? Nee. Bin nicht mehr im Lager. Aber wir wollen doch eine lange Rast machen, hab ich gedacht. Hast du die vielleicht irgendwie in ein Dings reingezogen? Ah. Die waren im Beutel. Ja, siehst du. Hat er sich im Beutel gesteckt, die Dinger, du? Nee, wegen dem Sortieren ist es wahrscheinlich da drin gewesen. Ja, gut, ich habe mein Ding sortiert. Okay, wenn du spurtest, erhältst du 2 Züge lang Zorn. Ja, nice. Ist doch schon mal gut. Dann habe ich jetzt auch eine hohe Rüstungsklasse und kann nicht mehr so leicht getroffen werden. Ja, beziehungsweise fokussieren sie sich wahrscheinlich auch nicht mehr so viel. Ja. Ist doch schon mal nicht schlecht. Also nur eine persönliche Meinung. Ich find's kacke, dass du höher bist als wir. Fick dich. Das ist deine persönliche Meinung, okay. Haben wir erklärt. So. Gut, dann komme ich jetzt ins Lager für eine lange Rast oder was? Können wir... Alle nicht so geile Ringe und so. Können wir gleich machen. Wir haben alles verkauft, wa? Ja. Wie gesagt, ich wollte einmal kurz gucken hier bei den Händlern. Ich will die mal einmal kurz durchgehen. Warte kurz. Soll ich jetzt erstmal speichern? Es ist schade, dass wir dir nicht zugucken. Achso, ich betrete eine andere Region. Ja, geh da nicht lang. Nähe. Achtung, ich speichere. Er speichert. Ich bin am Speicher. Kommt ihr mal nochmal mit kurz in die Region? Warte mal, südlicher Teil Würmbrücke war das, glaube ich. Dann bewegen wir uns jetzt dahin, ja? Mhm, bitte. Ist das sicher, Laden. Oder? Ja. Braucht der Bus rauskommen aus dem Lager und ja drücken. Genau. Jetzt werden wir alle getötet. Ich will nur rasten. Gleich der nächste große Kampf dauert eine Stunde. Ich will nur einmal kurz die Brücke lang gehen bei den ganzen Händlern und gucken, was die so haben. Ob die einen Trank haben oder sonst irgendwas, bevor wir jetzt die lange Rast machen. Oder coole Pfeile. Wie gesagt, Pfeile und Trank ist immer ganz wichtig. Eigentlich nicht so wirklich im Moment mehr, Jusen. Für mich persönlich. Alex wenden. Ja, für mich ist der Trank und Pfeile schon... David benutzt Pfeile eigentlich nicht und du eigentlich auch nicht. Nee. Dein Dreizack ist viel mächtiger als die Pfeile. Ja, du benutzt keine Pfeile mehr jetzt so. Ja doch, wenn jemand zum Beispiel so Feuer... ja, ist, klar. In den seltenen Fällen auch, kannst du das machen. Ja, meine ich ja. Man muss ja dafür jetzt nicht extra Geld ausgeben. Ja, die quatschen hier alle ganz schön viel. Der hat nichts. Na, hier. Ach so, Alex, soll ich dir noch Zaubersprüche reinpacken, die du verkaufen kannst? Ich glaube, hier ganz hinten, Jody, da ist ein guter Händler. Hier ganz hinten. Ja, Jusen, ganz entspannt. Hier sind überall Händler. Ich gehe alle ab. Ja, aber wie gesagt, das bringt nichts wegen Nahrung und dies, das. Wir wollen ja nach Waffen und sowas gucken. Ja. Habe ich schon gelernt? Aber vielleicht haben die auch Alchemie. Ja, okay. Sind nur die drei, die Kugel, Kettenblitz und der Beschwörungsblick. Keine Sorge, ich kauf kein Essen. Scroll. Spiel, Scroll. Danke. Den behalten wir mal. Böser Blick. So, was haben die? Okay, den behalte ich auf jeden Fall. Die kann da auch. Ah ne, den müssen wir auch einmal behalten. Der kann noch weg. Der kann noch weg. Der hat nichts. Und einer von denen kann weg.
was bleibt. Also, ich pack sie mal alle nach unten. Bin mal so nett. Buy a painting. Go on, treat yourself. So. Ich hab sie dir alle reingepackt, Alex. Alles klar. Nicht so viele, aber bringt bestimmt ein paar hundert Gold. Hast du dir die lilanen, die ich hatte, da durchgelesen mit Bindung und so? Da ist Kugel der Unverwundbarkeit und Bindung der Ebenen, sind zwei lilane. Kugel der Unverwundbarkeit habe ich schon drüben. Okay. Und was meintest du noch? Ganz links der lilane da, irgendwas mit Ebenen. Ach ja, stimmt. Den konnte ich zwar noch nicht lernen, aber ich behalte ihn erstmal. Aber alles andere passt, kannst du verkaufen. Wenn da ein krasser auch wieder mit bei ist, aber den habe ich eh mal gesaved. Brauchst ja nur einmal. Naja, aber du kannst ihn ja verwenden. Ja, deswegen habe ich ja noch ein paar übrig gelassen. Nee, ich meine den krassen, den kannst du doch verwenden, den musst du doch nicht verkaufen. Ja, ich habe gedacht um Geld, aber... Nee, dafür ist der doch zu schade, so ein krasser Blitzzauber. Den kannst du doch lieber anwenden. Aber der Rest kannst du verschreiben. So, Nadel und Garn. Ich glaube, hier war nichts. Oh, was jetzt? Ja, bei den Zauberrollen musst du auch immer daran denken, dass sie keinen Mana quasi verbrauchen. Ja, logisch. Aber ich brauche sie ja recht selten. Weil ich bis jetzt noch nicht so eine gute Auswahl hatte, wie ich bis jetzt habe. Okay, die hat auch nichts. Hier, wo ich bin, Schaulinchen. Einmal die Treppe hoch. Ich bin da, wo du gerade warst. Die Olle hat locker irgendwas, was für Jusen haben will. Ich hab nicht reingeguckt. Aber der, hat eigentlich das geilste Zeug, wo ich mein Zeug verkaufen musste, damit ich neu anfangen kann. Mit dem Skillen. Da war ich bei dieser Person und diese Person hat richtig guten Stuff. War es ein Schwertrüstung oder hast du doch einen Umhang gefunden? Komm, guck's aus. Ich hab da nicht reingeguckt. Nein, wirklich nicht. Ich weiß nur, dass dieser Händler gut ist. Du hast da was verkauft, deswegen... Nein, auch nicht. Ach so, nee. Du hast ja einfach nur deine Sachen zugeworfen und sie hat dir einfach Gold zurückgegeben. Genau. Okay. Wir sind lügig. Genau so war das. Ich hab dich die ganze Zeit beobachtet. Ich hab gesehen, was du mit dir angestellt hast. Aber was hab ich mit dir gemacht? Nee. Nur vielleicht 2 bis 3 Mal vergewaltigt, aber sonst war's das. Nee, ich wollte gerade sagen, das soll ich nicht im Stream erzählen, sonst. Vergewaltigt ist doch nicht schlimm. Ich hab ein Ritual gegeben, weißt du, was ich meine? Ritual. Mhm. Ja. Ich hab Zeit, Blut und Schweiß investiert. Das war echt schwer, den ganzen Bums zu verkaufen. Ich hatte kaum was. Mehr von dem dritten als von dem ersten, aber okay. Ich kann nicht zählen. Was waren das für Zahlen? So. Müssen wir dann eigentlich dann hin? Heiler, ich habe hier ein überlegenes Elixier der Arkan-Kultivierung. Mhm. Ich glaube, das kennt er schon, oder? Oder hat er? Ja, das braucht er doch aber immer wieder. Ja, okay. Oh, kommt darauf an, was das kostet. Na, 110 waren es jetzt. Ist nicht schlimm. Sagst du. Dafür sammeln wir auch das Gold. Oh. Der hat Handschuhe. Ja, gar nicht viele. Ja, nice. Vielleicht auch bessere Stiefel? Nee, Stiefel hat er nicht. Der hat eine krasse helle Barde. Du hättest einen Bonus von +1 auf Initiativwürfe und bist bei Attributswürfen auf Wahrnehmung im Vorteil. Wenn du als Reaktion einen Angriffswurf ausführst, bist du dabei im Vorteil. Und die macht 12 bis 24 Schaden. Die quatschen mir da draußen zu viel. Mhm. Ist eine Zweihandwaffe? Nee. Doch. Eine helle Barde sollte eine Zweihandwaffe sein, Digi.
Und also die ist schon besser, aber was hast du noch für Skills? Weil die Waffe, die ich habe, der Speer, der ist schon ziemlich cool. Der ist schon cool, ne? Ich weiß nicht, ob jetzt 2 Schadenspunkte Verlust ist jetzt irgendwie verschlechtern, ich denke nicht. Kann ich dir auch nicht sagen. Warte mal, ich mach mal eine Bildschirmübertragung hier. Könnt ihr euch das ja mal angucken, was der hat. Ja, und wenn du Übungen mit der Waffe hast, schaltest du ja auch nochmal extra was frei, Josen. Das stimmt, ich habe ja Übungen mit jeder Waffe. Das ist das Geile. Das ist schon alles gar nicht schlecht. Warte, Alex, ich guck auch mal kurz rein. Mhm. Sorry, Leute, wenn ich hier mal hin und her. 12 bis 24. Lucky, Lucky. Weiß nicht, also finde ich den Speer besser. Ja, den kann ich werfen, aber das Ding könnte ich theoretisch auch werfen, glaube ich. Ich glaube nicht, der hat eine extra, der hat nur extra Reichweite. Kannst du, glaube ich, nicht werfen. Da musst du dann wirklich immer ranrennen. Nee, ich würde das mit dem Werfen nehmen. Na, der Speer ist schon besser, wa? Ja, dann lassen wir die Axt erstmal weg, ja. Der, hier ist noch ein guter Bogen. Dadurch, dass er mit geübt ist, hat er auch andere und bessere Spells, die er zum Teil einsetzt. Finde ich schon wichtig. Nee, würde ich schon rausnehmen, weil wenn du Gnome oder Zwerge angreifst, das ist ja nur für 2 Fraktionen. Ja, aber er hat ja da unten noch eine, Beutebremse. Wird mit dieser Waffe ein kritischer Treffer erzielt, so wird die Zielkreatur außerdem verlangsamt. Ja, aber wir haben, ja, würde ich jetzt nicht so nehmen. Wir haben ja jetzt nicht viele, die die Bogen benutzen, weißt du. Ja, naja, wäre für mich interessant wahrscheinlich. Wieder. Weil meine Speere Armbrust macht euch schon 5 bis 14 Schaden. Also, das ist bis 12 oder 11 gar nicht so wichtig für mich. Also ich bräuchte sie auch nicht. Naja, aber der bei mir, meine Handarmbrust macht nur 15 Meter Reichweite und der Bogen ja 18 Meter. Ja, aber ja, okay. Der Strahlschuss, der haut doch locker rein. Der macht doch mehr Schaden. Ja, stimmt auch. Der sengende Strahl? Was? Ja. Ja. Schaden? Nee, das ist ein Zauber, Digga. Aber kannst du doch ausführen, oder nicht? Ja, aber nur einmal. Das ist doch egal. Ist hier noch Hörner des Berserkers? Was ist das? Ein Helm. Mhm. Da bin ich raus. Also, was hat denn der Helm? Sachen. Warte, ich guck rein. Der rechte ist es, ne? Bringt mir nichts. Ja. Hör mal des Berserkers. Also den hätte ich schon ganz gerne. Der sieht mega gut aus. Die Frage, was du für einen Helm hast. Na, mein Helm ist jetzt momentan nicht so gut. Also ich kann es ja mal kurz vorlesen. Senken rechts, Start. Zu Kampfbeginn erhält der Träger 3 Züge lang Wucht. Da finde ich den anderen Helm schon 1000 Mal besser. Aber Wucht gibt dir doch, gibt dir das nicht mehr Schaden? Aber nur 3 Züge lang. Der andere gibt mehr dauerhaft Effekt. Was gibt da den dauerhaft? Na, warte, ich muss wieder umstellen, Leute. Ein Bonus von plus 2 auf Angriffswürfe. Genau. Das mit dem waffenlosen Angriff, das hat er ja nicht, er hat ja ein Dings. Aber plus 2 Angriff statt nur 2 Züge lang Wucht ist schon besser. Nenn mich da ruhig altmodisch. Nein, Jusen, kriegst keinen Helm. Okay. Weihnachten ist vorbei. Du hast erst was bekommen. Ich dachte, du wolltest mir nochmal diese Company schenken. Ja, und diese Handschuhe hier. Die Handschuhe, die würde ich nehmen. Die Ziele sind bei Rettungswürfen gegen deine Manöver und Waffenaktionen im Nachteil. Aber mittlere Rüstung kannst du ja tragen, ja? Dann nimm so. Ja, aber 2800 ist schon viel. Ich würde den versuchen zu beklauen. Deswegen ist ja die Frage, was ihr alles wollt. Ich hätte gern den Helm, oder? Den Helm, ja.
Heiler, du noch irgendwas? Es muss leichte Rüstung sein, wenn dann. Ich muss mir mal nebenbei meins nochmal aufmachen. Was ist jetzt da bei den Rüstungen? Ich habe eine Rüstung mit 10 in Blau und habe dadurch diesen Arkan-Rüstungszauber mehr nicht. Aber das ist ja alles Mittel und Schwer, das interessiert mich. Die hier vielleicht? Warte mal. Wenn ich Windschutz verwende, verwende ich nicht. Das ist alles mittlere, ja. Du erleidest ein weniger Wuchschaden. Du erhältst einen Bonus von plus 1 auf Initiativwürfe. Das ist nicht verkehrt. Das ist immer nur schlecht. Rüstungsklasse 14. Ja. Ich habe nur 10, wären gleich 4 mehr. War bei den anderen noch? Nee, das ist alles mittlere Rüstung. Denn die leichte, ja. Denn die leichte einmal, ist auch mittlere Rüstung. Und die unter dem, die wir davor hatten? Mittlere, ja. Es gibt nur eine leichte Rüstung, das ist die hier. Ja, Handschuhe hat er keine guten, wa? Naja, die hier halt, aber die bringen dir nix. Ja, die bringen dir nix. Und auch weil es mittlere Rüstung ist. Und Schuhe generell hat er auch nicht. Waffen, ne. Also wenn denn die Rüstung. Bringt immerhin einen besseren Effekt, den... Kannst du die mal ausprobieren. Die Rüstung ist nicht schlecht, aber ich setze nicht ein. Ich bin nicht im Nahkampf. Was machst du? Nee, der Zauber von meiner Rüstung, die ist schon... Der Zauber ist gut, aber ich setze den halt nie ein. Okay. Gut. So, kann... Die drei Sachen, ja, müsstest du klauen. Mhm. Du musst David nochmal speichern, würde ich sagen. Und genau. Dann... Gut, ab ins Game wieder. Speichern, 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 wo ist das? Ich lenke die Wache ab. Warte, ich kann's auch. Warte mal, bevor du ihn beklaust, ich kann da schlecht Musik spielen. Achten alle eigentlich auf mich. Jetzt schmeißen sie dich dann noch gleich raus. Oh, weia, da kommt einer. Auf mich nicht. Doch, der achtet auf mich. Kannst du ihn beklauen, er ist entspannt. Naja, die stehen jetzt aber hier gerade alle neben mir. Achso, ich kann immer nur eine Sache klauen. Okay. Ja, natürlich. Ich mach weiter. Fuck. Oh. Wurde Alex erwischt. Jo. Was musstest du... Was musstest du zurückgeben? Ne, ich musste nichts zurückgeben. Ich hab nur deinen Helm geklaut gekriegt. Achso, okay. Lädst du nochmal? Mhm. Wer ist das Zauberwort? Bitte. Danke. Höflich bleiben, Leute. Erziehung nennt man das. Taschendiebstahl, Action hier heute. Mein Zwerg hat auf einmal keine Haare mehr. Und jetzt sind die hier alle wieder drinne. Wenn die Türen einfach alle zumachen und alle umbringen. Dann gehört uns alles, was er im Moment hat. Hilfreich war. Nein, wir machen es erstmal noch friedlich, dass alle leben, okay? Dann haben wir auch mal die David-Situation. Kann er sich jetzt wieder umbringen? Jusen, du hast Wolle auf dem Gewissen.
Ich nicht, die Gegner nicht. Noch nicht. Wie gesagt, wenn wir endlich mal die lange Rast machen würden, dann könnte ich ja versuchen, ob ich ihn wiederbeleben kann mit Toten. Die Frage ist, wir sind alle wieder voll. Haben wir eine lange Rast gemacht? Nö. Na, durch das Gebiet wechseln. Guckt mal bei euren Zaubern. Ja, ich hab's auch schon gesehen, aber alles ich wollte dich ansprechen. Nee, die Spells. Mir ist alles voll. Nicht die Spells. Okay, also die Spells sind noch leer. Vielleicht ist das, wenn man durch ein Gebiet so reist, nochmal wie als wenn man eine kleine Rast macht. Deswegen haben wir wieder Leben voll. Außer David, sein Dude. Der hat's nicht verdient. Bei dem geht langsam die Flamme aus. Was ist denn los, Alter? Ich hab... Digga, du willst drei Sachen klauen, dass das dreimal hintereinander klappt, das muss schon... Neuladen? Ja, bitte. Ja. Denn, ja, aber ich hab so hohe Fingerfertigkeit. Eigentlich... Ja, aber er hat auch gut, vielleicht eine hohe Fingerfertigkeit, weißt du? Und dann kann er gut kontern dagegen. Das kann ich mir nur vorstellen, dass es so ist. Weiß ich nicht. So. Das ist ja hier keine Götter, die durch die Welt reisen. Wir sind ja auch nur irgendwelche Menschen. Ist doch aber kacke, ja. Dass das so schwer gemacht ist, quasi. Es ist ja auch nicht geplant, dass man den Händler ausraubt. Na doch, eigentlich ist das so, ja. Gedacht. Ich bleib mal draußen und spiel mal keine Musik. Vielleicht läuft es dann besser. Ja. Okay, ich hab das erste geklaut. Kannst du schon mal speichern? Warte. Kann man es theoretisch auch machen, ja. Jetzt dreht er sich die ganze Zeit hier mit mir. Ja, der guckt dich nur jetzt an. Oh, da kommen ein paar Leute. Jetzt kommt eine Wache. Oh Gott, was passiert da? Naja, das ist die Wache, die das untersucht, das Verbrechen. Der hat jetzt mitgekriegt, dass da was geklaut wurde. Ah, okay. Jetzt ist die Frage, wie lange das braucht, bis sie wieder weggehen. Sag mal, ich pack mal die Hörner bei dir. Ach, scheiße. Okay, komm, du schaffst. Easy. Okay. Easy. Sind wir jetzt alle an den Quatsch oder was? Nö. Ja, nee, ich war nicht dabei. Ich stehe draußen und genieße die Aussicht. Und wer ist jetzt dran? Icke, oder? Ja. Ja? Ich glaube, ja. Nee, die immer noch ich. Nee, ich bin gerade in der Cutscene. Ach so, du auch. You've been given the benefit of the doubt this time, but something... Geil! Ich hab gesagt, ich bin mit meinem eigenen Scheiß beschäftigt, hat er mich ignoriert. Okay, ich geb dir mal den Helm usen. Bitteschön. Vielen Dank. Mann, was ist denn jetzt so? Hä? Was wollen die denn jetzt alle? Ich hab mich doch schon rausgeredet. Neuladen? Na, bis jetzt ist ja noch nichts passiert. Vielleicht kann naja, nee, ich kann mich nicht mehr rausreden. Geht nur noch Angriff, oder was? Ja, Angriff und bezahlen. Ja, lad mal neue. Hä, ist doch scheiße. Denn? Na, 760. Wenn, denn, wenn mehr... du beklaut hast, gleich rausrennen. Also ja. Gleich, wenn wir Neuladen, rausrennen. Ja. Was das soll? Das soll. Naja. Das ist ja nicht doof, Digga. Nee, aber das ist doch. Das ist wirklich Kacke vom Spiel, dass wenn du die ganze Zeit da rumstehst, du immer wieder angelabert wirst. Wenn du dich einmal rausgeredet hast, sollte das eigentlich reichen. So, ich geh raus. Ja, einfach auf die Straße runter erstmal. Ja, ja. Wenn du da rennst. Ich hab nichts gemacht. Der kleine Dicke. Ah, ich geh gerade weg.
So, jetzt okay. Kann ich dir erstmal den Helm geben. Bitteschön. Ja. Dankeschön. So, ich habe auch Tränke gekauft bei dem. Stapel teilen. Achso, du brauchst eigentlich ja keine, du hast ja einen neuen. Ja, ich Getränke habe ich erstmal. Ja. Pfeiler hat auch, David hat auch. Hattest du gerade eben schon den Helm angezogen gehabt? Eben gerade habe ich den wieder angezogen, ja, wo wir neu geladen haben. Nee, er meinte davor. Davor hatte ich ihn auch schon angezogen gehabt, ja. Vielleicht deswegen. Dass wir den Helm erst anziehen dürfen, wenn wir aus der Stadt raus sind. Deswegen wurdest du auch angequatscht. Ja, aber jetzt sind wir beide ja immer noch in der Stadt, aber nicht mehr in dem Lokal. Und jetzt habe ich den Helm ja wieder auf. Du solltest aber vielleicht nicht mit dem Helm ins Lokal gehen. Vielleicht sind die so clever, dass sie merken, ey, das ist aus meinem Inventar. Da bleib ich jetzt draußen stehen. Ich hab den keiner nochmal reingehen und versuch nochmal zu klauen. Pyla ist in der Cutscene. Ja. Pyla ist nicht da, wa? Nee. Aber ich glaube, das war noch diese Cutscene von vorhin, oder? Keine Ahnung. Beim Pyla ist kriminell gemacht. Ah, nee, stimmt, Pyla ist ja noch drinnen in der Dings, ne? Ja. Was hast du jetzt so für eine Cutscene? Ich hab hier noch. Nee, Jusen. Ich bin bei Pyros mit drin. Achso. Komisch, bei mir wird gar nicht angezeigt, dass Jusen eine Cutscene hat. Okay. Jetzt bin ich wieder raus. Oh. Ganz schön verbuggt hier alles. Wie wenn Pyle gerade nicht da ist. Das ist gerade das Problem. Er hat sich schon vorher, glaube ich, bestätigen müssen. Ich glaube, das ist immer noch die Katze vorhin, bevor wir... Ja, das geht ja gar nicht. Na, David hat es ja für ihn gemacht, oder? Hast du nicht gerade gesagt, du hast für ihn? Ne, ich kann das nicht für ihn machen, er ist da drin. Das ist, glaube ich, gerade. Weil er nicht bestätigt hat und er trotzdem neu geladen hat, ist es jetzt gerade irgendwie, glaube ich, ein bisschen seltsam. Nur weil du alles klauen willst, Alex. Naja. Ich hab Geld gespart. Hast du ihn jetzt wieder beklaut, oder was? Nein. Dafür hast du Pyla und mich, Pyla und Jusen mit reingezogen. Und jetzt? Ja, Pyla muss man jetzt wahrscheinlich in den Knast. Nee. Der muss nicht nur rausdrehen, das ist. Aber der muss ja gleich rausrennen. Das ist nur wichtig. Weil ja Anwälte so günstig sind. Ich glaube, sowas wie Anwälte gibt's ja noch gar nicht. Meinst du? Ja. Meinst du? Nice. Frage. Ist hier der Kernkoordinierung? Glorreicher Sprung, ne? Dran. Schönes Ding, oder? Drei Stück. Beklaust du gerade die Wachen, oder was? Was? Nein, ich habe hier jemanden gefunden für Alchemie. Achso. Der hat ganz viele Sachen, die wir brauchen. Alex beklaut einfach jeden. Frauen, ja. Kinder, Wachen, arme was? Leute. Reiche Leute. Sehr gut. Jo, wenn wir jetzt eine lange Rast machen, muss ich bei dem nochmal gucken. Weil der hat echt gute Sachen gehabt. Hat der guten Stuff? Der hat echt guten Stuff. So. Ballert das auch so, der? So, Ist das, was ich meine? Haut das so richtig rein? Kannst du jetzt nochmal kurz speichern, bitte? Speichern da. Ja, bitte. Achso, Pyla ist ja noch in der Cutscene. Yep. Brauche ich ja jetzt da noch nicht reinrennen, weil... Mann, das also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Pyla das bestätigt, dass er rausgekickt wird kurz. Na, Pyla muss auf jeden Fall schnell wegrennen.
Na, dann gehe ich noch eine Mini-Zerre drauf. Ja, dann macht jetzt eine Pause, solange Pyla ja nicht da ist. Hast du eigentlich gesagt, wo er hingeht? Hab's nicht gehört. Aber Shaolin, du hast ja noch ein paar Sachen zum Verkaufen. Hat er kein Gold mehr oder was? Doch, aber. Du bist jetzt schon. Du wirst doch noch nicht reingehen, okay. Ja. Naja, wenn da jetzt das Verbrechen noch untersucht wird, ich habe ja gedacht, dass die dann alle weglaufen, weißt du? Irgendwann. Ja, ja. Dass ich nochmal Fingerfertigkeit probieren kann, weil der hat ja noch zwei, drei Sachen, die ich gebrauchen kann. Ja, ja, klar. Haben wir denn so wenig Gold, dass wir uns das nicht leisten können? Ja, warum sollen wir denn das Gold ausgeben? Das ist doch ein Teil des Spiels, dass ich das probiere. Ich kann es auch offscreen probieren. Wir können ja erstmal weitermachen. Ist ja jetzt nicht elementar. Oh, ein kleinen Moment länger gedauert. Ja. War toll. Ich dachte, wo wir auf dem Balkon geguckt haben, dass auf der Straße eine kleine Katze liegt. Muss man mal gucken gehen. Ich habe mir gerade keine Katze angemacht. Na, alles gut. Pyla, wenn du dich da jetzt rausredest, renn mal bitte direkt aus dem Laden raus und unten auf die Straße dann. Ja, bitte. Einfach wegrennen. Genau, einfach weg. Einfach raus aus dem Haus. Ja. Alex hat uns schon gespräch nicht raus. Wie, du kommst aus dem Gespräch nicht raus? Ja doch, du kannst doch einfach sagen. Ja, ich bin mit meinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Genau, das erste einfach. Genau. Und dann renn direkt raus. So, jetzt einfach wegrennen, bitte. So schnell wie geht. Genau. Und wohin? Na, einfach runter auf die Straße, zum Portal. Bei Jusen. Ja. Perfekt. Hier so. Dürfte nichts passieren. Eine Faust. Die sind immer hast noch. Hast du alle drei Sachen gekriegt, oder? Nee, eine. Nee, bis jetzt nur den Helm, den habe ich gerade. Eine Sache, aber dann sind sofort die Wachen gekommen und die untersuchen das jetzt da. Aber ich glaube, jetzt sind sie weg. Oder? Und warum klauen wir nicht eine Sache speichern? Klauen noch eine speichern? Haben wir ja gemacht. Schneller gegangen, oder? Haben wir doch gemacht. Ah, okay. Ja, aber du warst im Gespräch drin, deswegen ging das nicht. Richtig. Achso. So. Wenn ich die eine Sache geklaut habe, dann kommen nämlich die Wachen und untersuchen den Tatort. Aber ich würde sagen, noch einmal speichern und dann erst. Ja, ja. Jetzt kann David speichern. Jetzt sind die nämlich hier alle raus, die Wachen. Haben keinen gefunden mehr. Du rennst dann auch gleich wieder raus, bitte. Ja, ich renne dann auch raus, ja. Jetzt kannst du wieder speichern, bitte. Warte. Ich hab jetzt Jusens Helm erstmal geklaut. Genau. Und den trage ich schon voller Stolz. Ja. Ich bin immer noch der Meinung, du solltest Steve's gut nicht tragen. Also noch nicht. Ja, ist deine Meinung. Geh am besten nochmal in den Laden rein, Jusen. Nee, ich geh da nicht rein. Ich bleib auf der Straße lieber. Ich geh da nicht rein, nee. Ist doch egal. Nee, so doof bin ich jetzt nicht. Aber es würde mich jetzt keiner auf der Straße voll quatschen. So, ey, kann es sein, dass du es geklaut hast? Das denkst du. Was ist, wenn die Polizei jetzt nach dem Helm sucht? Und wenn hier einer vorbeiläuft, der dann sagt, ey, ist das nicht der Helm? Genau, nee, der Helm? Nee, da gibt's mehrere von. Nee, den habe ich aus dem Dorf, 200 Kilometer weiter westlich, ne? Ja, genau. Typische Ausrede. Soll ich speichern, Alex? Hast nein, warte bitte. Ich sag dir Bescheid. Alter, bist du gut rausgekommen, oder was? Nice. Shaolinchen ist gut rausgekommen. Pyla? Aber guck mal, wie die Backen da hochrennen. Geil. Mhm. Ach, scheiße, ich hab die falsche geklaut, glaube ich. Mittlere Rüstung, Schuppenpanzer. Fuck. Scheiße. Ah, ficken. Der hat den nochmal neu laden, oder? Naja, jetzt haben wir sie geklaut. Warte mal. Wenn die Wachen weg sind, kann ich ja neu. Ja, aber wir brauchen es ja nicht.
Deswegen, du hast es falsch geklappt. Wir können nochmal neu laden und dann sind wir... Na warte, wenn die Wachen jetzt so weggehen, dann kann ich doch wieder reingehen. Wenn wir raus sind, speichere ich erstmal, oder? Ja. Aber wie gesagt, wir können das auch offscreen machen, denn... So, jetzt kannst du, glaube ich, speichern. Jetzt sind sie raus. Jetzt müssen wir ja bloß noch zweimal klauen, außer wenn du nochmal ein Falsche greifst. Ja. Oh, kleiner Seitenhieb. Wir sind die Watcher, ja, Jusen? Jo, wir chillen hier und gucken, was da abgeht. Die anderen Sachen, die klaue ich dann offscreen. Kann ich ja dann mit David probieren, wie ich lustig bin hier. Mann. Dreh dir nie so viel um hier. So, wo ist es denn jetzt hier? Leichte Rüstung, mittler, schwer. Leichte Rüstung? Hier. Du erhältst einen Bonus von plus 1 auf Initiativwürfe, ne? Ja, genau, das war's. Alter, 16. Die einzige leichte Rüstung, die gut ist. Erfolg. Nice. So was Süßes. Und jetzt raus rein. Und wenn ich hier noch ein paar Minuten stehen muss, werde ich wahnsinnig, Alter, so viele Leute wie ihr reden. Mach doch den Ton aus. So. Jetzt habe ich aber deine Rüstung. Bitteschön. Mhm. Guti. Ab ins Lager, lange Rast oder wollen wir erstmal irgendwo hin? Die anderen Sachen, die klaue ich andermal. Okay, aber mitgekriegt. Ja. Ich speichere jetzt nochmal zum letzten Mal und dann machen wir eine lange Rast. Ja. Okay. Also ab ins Lager, ja? Ja. Hui. Ja, cool, aber ihr habt mal gesehen, wie das funktioniert mit dem Clown. Habt ihr jetzt ein kleines Tutorial? Alex, ja. Na, also, wenn ihr irgendwas geklaut habt, schnell rausrennen. Und erstmal auf der Straße chillen. Genau. Erstmal ein bisschen weiter entfernt, kurz chillen. Bis die ungefähr 5 Minuten maximal. Und dann könnt ihr wieder reingehen und neu beklauen. Ja. Sieht ja, wenn die Polizei weg ist. Anführungszeichen Polizei. Die Polizei, ja. Ja, die Wachen. Wachen, ist das ja. So weit wie eine Polizei. Oder Polizei ist sowas wie Wachen. So wie du magst, Jusen. Ich suche immer noch die Betten. Ja, die sind aus jetzt. Gibt also keine. Darf man alle auf dem Boden. Wir können auch einfach so machen. Können wir lange was machen? Nee, Alex stellt nachher. Nice. Ich habe dein überlegenes Elixier gelernt, Pyler. Ich kann jetzt dein überlegenes Elixier der Kultivierung herstellen, glaube ich. Hui! Das ist Zauberstufe 2 oder 3? Gute Frage. Ja. Wenn ich es jetzt hier irgendwo sehen würde. Achso, ich muss das vielleicht nochmal. So. So. Elixier der Wachsamkeit, Bewegung. Was ist denn? Nekrotisch. Achso, da. Überlegen. Hier. Ja, überlegen. Sehe ich nicht. Aber du hast eins im Inventar. Kannst du gucken. Elixier der Arkan Kultivierung. Außerordentlich habe ich dort mal Stufe 4. Genau. Und das Überlegene, das Blaue da oben. Dritter Grad. Ja. Na, das ist doch super. Ich kann jetzt dritter Grad dir herstellen. Mhm. Ist doch nicht schlecht. So, und ich kann... Bin ich mal komplett im Braun, passt jetzt so ein bisschen besser zu meinem... So, das kann Dings ich. Mit dem schönen Cape hinten dran. Passt doch wieder zum Roten hier unten an den Schuhen. Sieht da fast aus, wie ihr wollt, ey. Boah, da brauche ich 3 für. Ah, da hab ich auch also sonst 2. Sieht ihr immer bloß so schmucke aus. Mit euren Klamotten. Alter. Warum habe ich und Jusen eigentlich noch die Rüstung an und ihr beide lauft in den Lagerklamotten rum?
Ich habe das ausgemacht. Okay. Inventar einstellen. Ich mag meine Klamotten. Ich musste so lange tragen, bis sie triefen, stinken und am Körper verrotten und dann brauche ich neue. Aber nur in-game. Aber hier gibt es ja keinen Schlafplatz, ist ja kacke. In real life drehst du es einfach einmal um. Ja. Läuft ja immer so, oder? Okay, nice. Was soll mit allen Sachen so, David? Ist dein Computer kaputt, drehst du ihn einfach um? Ja, warum kommt Fernseher kaputt, nicht? Einfach umgedreht. Mikrowelle, einfach umgedreht. Badewanne kaputt, einfach umgedreht. Ach doch, es gibt diese Schlafsäcke-Tagbänden, okay. Ja. Brauchen wir denn welche im Inventar, oder was? Nee, nee, die liegen hier auf diesen Heulbeinen. Hm. Ah, okay. Hm. Mal schlafen? Ja. Nix passiert. Hup, hup. Ja, jetzt ist erstmal Nacht. Okay. Leute? Ja, ich wähle gerade Auspeiler. Entspann dich. Alles das klar. Dauert immer ein bisschen. Wo ist meine Frage? Habt ihr schon mal die weißen Buenos gegessen? Jo. Ich finde die weißen leckerer als die normalen. Obwohl ich sonst nicht so der Fan von weißer Schokolade bin, aber die merkst du da ja nicht, ein bisschen was da außen drum ist. Gut. Die oh, Katzin. Nice. Ah, hier der... Peterson. Schlabberburner. John Boy. How did you? Oh. Ja, Icke. Ne, Icke. Achso, jeder von uns sieht uns, okay. Since you killed Catherick and took his Netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. Its rebellion against Orin and Gortash has been fierce, even as it executes their final orders. Once those orders are complete, there is a good chance it will break free. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An Elder Brain enslaved is one thing. An Elder Brain unleashed will be the end of everything. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus. Wollen wir den retten oder nicht? Nee. Warum nicht? Das ist ein Prinz. You may as well sit a while. Du liest dir das auch nicht durch da unten, ne? Doch, teilweise. Yuzen kann sich bloß auch mal schlecht daran erinnern, was in den letzten 5 Folgen passiert ist. Halt. Vielleicht sollte er mal unseren YouTube-Channel auschecken. SMG präsentiert. Ja, genau. Genau. Nee, aber das wäre ein bisschen blöd, wenn wir das machen würden, Yuzen. Zumindest für den Weg, den wir jetzt eigentlich einschlagen wollten. Kommt ja immer drauf an. Ich will nur einmal schlafen, ohne zu träumen, ja. Ich habe was anderes genommen. Oh, das würde ich wirklich gern mal. Ich hab genommen, warum seid ihr besorgt oder irgendwie so? I apologize. I didn't mean to burden you with my woes. You have enough to worry about. As your eyes blink sharp. Werde ich schon eins weiter? Ich würde halt erstens nehmen. Wen denkt ihr? A quietness so vast. Was denkt ihr? Ich sinke in eine so tiefe Ruhe, dass es sich fast anfühlt wie tot. Kenne ich irgendwie. Na, die Auswahlmöglichkeit habe ich für dich. Naja, da hättest du das eine machen müssen, ne? Achso. Ich will einmal schlafen, ohne zu träumen. Ah, okay. Oh. Pfeiler, seid ihr da? Mhm. Habt ihr eure Cutscene da schon durch? Nö. Okay. Ich spreche noch weiter mit ihm hier anscheinend. Achso, alles klar. Boah, ich hab das Gespräch abgebrochen mit ihm anscheinend.
wenn ihr da noch macht, dann kann ich ja mal auf Klo gehen. Ja, aber du kannst bei mir reinjoinen. Ich hab's offen gemacht. Er kann trotzdem auf Toilette gehen, kein Ding. Nein, darf er jetzt nicht. Ich hab's jetzt gar nicht mehr da. Ja, den mache ich, den Gag. Was denn? Braucht der eine Umarmung oder was? Ja. Wie so gefühlvoll. Ja, die Hand, das waren ja bloß zwei Finger. David, bist du, oder? Ja. Ja. Ich guck Jusen zu. Das Bestimmtheitsmaß. Determinationsgurt. Ich hab's geschafft. Einer meiner Begleiter schläft noch tief und fest, alles klar. Also Jusen, weil er noch im Gespräch ist. Ja, ich bin jetzt auch raus. Nice. Keiner, der uns ein Messer in die Kehle hält, war doch eine erfolgreiche Nacht. Mal eine ruhige Nacht. Mal eine ruhige Nacht, ja. Niemand, der uns sehr töten schön will. Alle wieder overpowered. Dann will ich jetzt was schnetzeln. Dann raus aus dem Lager, würde ich sagen. Pyler will jetzt seine Stufe 5 Zauber gleich anwenden, damit er wieder leer ist. Achso, ich schau dir ein bisschen mal kurz. Aber ich habe ja viele auch von recht simple Zauber, die ich jetzt erstmal ausprobieren möchte, wie das so alles läuft mit der Blindheit und ob das alles so funktioniert. Schau dir, wenn du willst, kannst du den Händler nochmal kurz beklauen. Nein, das mache ich offscreen. Okay. So. Vergesst nicht, eure Elixiere zu trinken, ne? Blutdurst und so. Ich hab keins. Ich hab nix. Ihr habt keine Elixiere? Naja, doch, außer aber meine Arkanen, aber die trinke ich halt nur, wenn ich das noch nicht habe, ne? Nekromantie. Öl. Kann ich euch ja welche herstellen, wartet. Na, Blutdurst habe ich nicht mehr. Na, ich hätte nur noch einen. Ja. Guck mal, was ich herstellen kann. Ich habe auch wirklich gar nichts mehr in die Richtung. Also, ich habe Elixier der Bosheit, weiß ich nicht, was es macht. Steht da meistens so vor. Tee unter. Nee. Aber David, bin ich nicht cool? Steht da leider nicht. Muss ich mir wirklich mal alles aufschreiben, was die machen? Ich habe noch ein Elixier der Wachsamkeit, das war das mit der Initiative. Ja, nehme ich. Okay. Dünne ich mir das gleich rein. Ich kann zwei Elixiere Blutdurst herstellen. Blutdurst ist gut. Nix, ne? Das nicht, aber mir und David. Und denke ich auch Shaolin, falls er will. Nee, ich nehme andere. Okay. Grenzenloser Fokus, weiß ich nicht mehr, was das war. Das ist wieder, wenn du schießt, glaube ich. Also, das weiß ich nicht, ob das für meine Zaubersprüche auch mit gilt oder ob das nur für Bögen und so ist. Ja, du kannst auch auf dem fertigen Trank da drüber rüberhauen, dann steht das doch da. Ja, dafür muss ich ihn aber herstellen, David. Das steht im Fertigungsmenü aber nicht da. Was der macht. So, kannst du das ist, genau, das ist das Ding.
Nee, im Fertigungsmenü noch nicht. Du musst ihn erst herstellen. Ich mach dir eine. Oder kannst du T drücken, wenn du auf dem Fertigungsmenü drauf bist? Ich mach dir doch. Ich hab eine Bildschirmübertragung immer noch. Guckt rein, dann seht das. Da. Ja, nee, man kann T drücken, aber man sieht's nicht. So sieht's aus. Wenn ich T gedrückt hab. Aber hat Yuzen so einen nicht im Inventar? Ansonsten muss. Warte, ich schau mal. Na, ich brauch Blutwurst. Ne, ich hab Trank der des Engelsschlafs. Ne, nicht Trank, Elixiere Yuzen. Achso, nee. Doch, Elixier des grenzenlosen Fokus habe ich auch, ja. Ja, was macht denn das? Trinke dies, um deinen Konzentrationswürfen im Vorteil zu stellen und nicht bezaubert werden zu können. Du kannst nicht magisch zum Einschlafen gebracht werden, ersetzt bei Konsum die Effekte anderer Elixiere. Ja, das ist klar. Okay. Eigentlich nicht so geil. Naja. Außer bei bestimmten Gegnern. Du kannst nicht bezaubert werden. Ja. Ja, das ist schon mal ein guter Gegnern, Vorteil. Ja, bis jetzt hatten wir die Situation erst einmal, also von daher. Rang des Engelsschlaf ist ja krass. Ja, ist geil, ja, aber man muss halt zwei Züge lang schlafen. Ja, aber das kannst du ja auch einsetzen, wenn du quasi, weißt du, nicht im Kampf bist. Das darf ich ja. Ich kann mich ja nämlich theoretisch nicht bewegen. Ja, deswegen sollst du es ja nicht im Kampf machen, sondern außerhalb des Kampfes. Aber du hast duell den Nutzen einer langen Rast, das heißt, du bist halt komplett wieder voll. Ja, ja, aber jetzt bin ich ja halt auch zum Beispiel gerade voll. Jetzt würde es mir gerade nichts bringen, aber später mal, wenn wir alle ziemlich broke sind und noch ein großer Kampf ist, ja. Achso. So, ich habe dir Blutwurst reingepackt, David. Okay, vielen Dank. Ich war gerade mit der Maus drauf und zack, warte mal im Inventar. Schau dir, warum ist deine Rüstungsklasse weniger geworden jetzt so? Weil ich nicht verschleiert bin. Okay. Nur im Schatten bist du stärker als wir. Ja, okay, warte, ich gehe kurz in die Scheune, dann siehst du es. Hier ist dunkel. Ja, jetzt bin ich wieder bei 22. Crazy, ja, okay. Ihr seid alle so schön hoch. Aber mit 18 habe ich mich ja auch schon ein bisschen nach oben gemausert. Ja, für dich... Ich auch nur die Rüstung, Rüstungsklasse, ne? Alles andere nicht. Die Ausrüstungsgegenstände können halt Sachen haben, wo die sagen, plus 1 Ausrüstung, ne? Ja, okay. Ja. Der Umhang gibt dir ja zum Beispiel auch eine Rüstungsklasse. Cool, cool, cool. Und bei meiner Rüstung zum Beispiel packt nochmal mein Geschicklichkeitsmodifikator oben drauf. Also nochmal plus 4. Mhm. Deswegen bin ich so hoch. Okay. Dann können wir ja... Wir haben jetzt auch wieder die kurze Rast. Auch nicht schlecht. So. Will jetzt nur nochmal einmal kurz zu dem Tränketrüb da oben. Kurz gucken, was der hat. Ihr könnt ja schon mal gucken, was wir machen wollen. Na, oben könnten wir Stelle Fürst Gortasch. Ansonsten können wir auch erstmal runter zum Hafen. Und da weitermachen. Die Brücke runter, meinst du, oder? Nee, da wo wir noch gekämpft hatten, im Hafen, dass wir da nochmal erkunden. Aber Port meinst du jetzt irgendwie, oder was? Ja. Wir müssen auf jeden Fall nochmal durchlaufen, ne? Wo durchlaufen? Oder willst du dich komplett teleportieren? Aber Grauer Hafen Docks haben wir doch gerade freigeschaltet. Da, wo Wollo getötet wurde. Ich wollte Wollo ja eigentlich wiederbeleben. Nee. Nicht jetzt usen. Alex. Dann lehnt ab, wenn's geht. Ist schon. Ich sehe gar nichts. Schon abgelehnt. Ist hier das Kolossus? Die Ansprüche. Das brauchen wir. Fokus bräunig. Das brauchen wir. Einfrieren ist egal. Das ist nicht schlecht. Arkan-Kultivierung nehme ich. Das nehme ich.
Stadt nicht weg? Das war jetzt. Das war nicht. Ist ja das Heldenmut. Glorreicher Sprung. Sieht das so scheiße aus? Na egal. Torge. Kommt er denn alle zum Teleporter oder? Ja, ganz entspannt, bitte. Gut, nochmal. So, Peile, ich habe nochmal viele Tränke für dich, warte. Was ist denn jetzt? So, ne, ich hätte nur das. Gleich runter, du. Ade, Plenkrad. Wir brauchen 10 Gold. Okay. Oh, wo seid ihr denn? Da. Bin da, oder? Ja. Wir müssen jetzt runterlaufen, oder was? Wir sind erstmal nur zum Portal gelaufen. Eigentlich. Grauer Docks hätte ich jetzt gesagt. Irgendjemand hat jetzt Nein gedrückt? Und ich hab gar nichts gedrückt. Ich hab Nein gedrückt, ja, wieso? Hier wird noch gar nicht weiter, dachte ich. Doch. Wir haben doch nur auf Alex gewartet. So. Bis er fertig war. Ja, du warst kurz weg, deswegen. Ja, aber ich war ja gerade wieder da. Ja. War alles ein bisschen zeitübergreifend. Tipp da einfach zu, dass du nie zuhörst. Ja, nee, noch nicht. Ich will mich erst später outen, dass ich nicht zuhöre. Was? Nix, David, du bist der Beste. Meintest du nicht, dein Outing kommt erst mit 33? Hast ja noch ein paar Monate. Nicht nur ein paar Monate. Ja, doch. Ist erst nächstes Jahr, also entspann dich mal. Ja. Ja. 6 Monate oder so sind auch nur ein paar. Ist nächstes Jahr erst. Wir sind noch 2023, Digga. Ich höre schon Raketen. Jetzt ist Neujahr. Gerade im Piu. Wir sind hier schon ordentlich am Machen zwischendurch. Muss ich auch immer aufpassen, wenn ich mit Nova draußen bin. Wir backen. Ich speichere sicherheitshalber mal. Ich use ja, aber bleib nicht da unten stehen, weil dann kommen die Gegner wieder. Was für Gegner? Und dann werden wir. Ja, diese jetzt Wächter. Nicht. Hä? Ja. Ich war nur vorher Wächter. Wo sind die hin? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich auch nicht. Hä? Wieso? Muss nochmal. Ich hab das gleiche wie vorhin. Ja, ich auch. Neulern oder was? Ja, bitte. Ist schon wieder abgestürzt, das Spiel anscheinend. Aber das Portal war gerade doch oben, jetzt war ich ja unten am Hafen. Oh, sieht's ja dann auch aus, hat Alex recht. Was haben die denn mit dem Update gemacht, Alter? Vorher ist es doch relativ gut gelaufen. Nee, der Akt so in dem, wo wir uns jetzt befinden, im dritten, der war generell wohl schon ein bisschen verbuggt. Okay. Aber die letzten Updates haben es wohl auch nicht besonders besser gemacht, wie man gesehen hat. Na toll. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück zu Akt 2. Mhm. Töten einfach alle in Akt 1. So, seid ihr aus dem Ladebüschchen rausgegangen, oder was?
Wenn es nicht weiterlädt und nichts passiert und das nicht so aussieht, wie es aussehen soll, sondern zum Teil noch Sachen im Ladebildschirm zu sehen waren, die man sonst im Spiel sieht, wie unsere Fensterrahmen oben links in der Ecke, dann hat sich's aufgehangen. Nee, bei mir ist gerade der Ladebildschirm die ganze Zeit. Das zeigt mir neue Informationen und ist das an. Ah, okay, bin wieder drin. Nee, G-Man ist wieder raus. Ja, ich musste rausgehen, Alex auch. Ja. Hab's doch gerade erklärt. Die Auserwählten. Ja. Ah, Peiler, das ist halt so, die hören beide nicht zu heute, das ist ja ein schlimm. Ich hab ihn, hast du gerade was gesagt, oder? Nee, nee. Wir haben zu viel Wachs in den Ohren. Ja. Schon die Ingame-Sounds sind so laut, ich kann euch leider nicht hören. Na, dann stell sie leiser. Schon wieder sorry, aber die Ingame-Sounds sind so laut, Alter, ich verstehe euch kaum. Und schon wieder getrunken auf Arbeit, alle Bede. Wenn ich euch das nächste Mal sehe, dann... Schuld, wenn du einfach Bier bei uns auf Arbeit abgibst. Das war für eure Weihnachtsfeier, du Lurch. Keine Nicht dafür, wenn... War ja schon vorbei, Junge, als ihr gebracht habt. Ja, wirklich. Naja, war wirklich unnötig, so. Eigentlich wollte ich die euch ja am selben Tag vorbeibringen. Keine Nicht dafür, dass ihr so faul seid und die nicht bei euch im Betrieb macht, so wie man das normal macht. Nee, der Chef hat Essen gesponsert, denkst du, der stellt sich aber bei uns in die Küche und macht uns Essen, da essen die. Also wirklich jetzt, Shaolin, Alter. Kannst du auch in die Firma bestellen. Hat sich's jetzt wieder aufgehangen? Bei 100 geht's irgendwie nicht weiter. Ja, bei mir ist halt in Ordnung. Jo, den steht jetzt drinne. Habt ihr heute einen Grafikkarten-Treiber-Update gemacht? Ich hab meins gemacht, ja. Sagst du heute eins? Überhaupt erstmal die Frage. Das weiß ich nicht. Bei mir ja. So, ihr habt alle jetzt auch Beistand. Danke, Mann. So, nochmal und sonst. Aber Beistand hatte ich schon. Als Amulettchen. Nee, aber danke. Aber danke, Shaolin. Vielen Dank. Fick dich. Muss ich auch den Stream neu starten. Ach, Quatsch, mach das ein andermal. Die beklauen nicht die Leichen, Alter. Doch. Machen wir jetzt erstmal ein cooles Team. Wir können auch aufhören zu spielen, wenn ihr immer alle abhaut hier. Du hast doch gerade ab hier von der Gruppe. Ja, ihr kommt doch nicht auf das Spiel, klar, und müsst dauernd. Ja, bleibt da einfach vorm Ding jetzt sitzen. Ich bewege mich doch jetzt gar nicht. Ihr könnt euch doch frei bewegen, oder nicht? Ja, die ganze Zeit stehen wir doch hier und chillen. Alles gut. Ihr könnt doch ganz normal reinladen, oder soll ich das Spiel jetzt nochmal komplett neu laden? Nein, du sollst vorm PC sitzen bleiben. Das meinte ich damit. Ja, und was soll ich machen? Ich soll zugucken, bis ihr reinladet. Ja, genau. Ja, kann nur Usen machen. Dafür ist er qualifiziert. Also ich glaube, Florinirat hinterher, der hat irgendeinen Plan anscheinend. Nö. Ja, aber Peiler ist doch noch gar nicht drin, oder doch? Also Charakter, ja. Schnauze Jusen. Der Charakter ist immer drin. Alter, willst du mich rollen? Und freut er sich. So, jetzt ist David wieder in der Küche. Jetzt müssen wir auf David warten. Hä, wieso lässt doch Peiler erstmal reinladen? Er ist doch da. Na, beim Stream noch nicht. Dann decke ich hier ein bisschen die Karte auf. Jolien, lauf nicht so weit. Überall sind Menschen, die uns nicht mögen. Naja. Oh, wir sind nicht gerade beliebt, so. Naja. Oh, echt jetzt, Alter. Bei mir sind alle wieder in der T-Pose. Vielleicht hattest du wirklich ein Grafikkarten-Update. Das sieht schon lustig aus. Die sich da rumschweben. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Super. Cool. Aber sie bewegen sich. Aber dann. Ich habe einen Garten gefunden. Krieg ich vielleicht. Musst du einfach kurz warten. Ich meine, guck mal. Ich brauche einfach ein bisschen länger, um das Spiel zu laden. Ey, Digga, wenn es vorher nur 2 Sekunden gedauert hat, dann sollte es jetzt auch nicht anders sein. Mhm. Jetzt muss ich überlegen, wie heißt das nochmal? Baldur's Gate 3. Da.
Jusen. Aber nee, ich hab den aktuellen Treiber raus, daran liegt's nicht. Hm. Okay. Nein. Aber sonst schubst ihr euch schon wieder gegenseitig? Ich wollte es, aber er ist zu mächtig, ich kann ihn nicht schubsen. Müssen wir dir folgen, Alex, oder? Nein, ich deck nur die Karte auf. Okay. Ah, Jusen. Nee, so wie ich Shaolin kenne, hat er wieder gleich in den Kampf geraten. Nö. Wir sind überall so eine kleinen, kleinen Boys. Nennt man auch Kinder? Kleine Menschen. Die verkaufen hier Zeitungen. Da kommt meine Ausgabe. Und David, lad mich mal ein. Ich hab's ja die ganze Zeit versucht, selber drauf zu joinen. Ich weiß nicht, ob der einen Unterschied macht. Oh, ich hab einen Wegpunkt. Baldur's Tor habe ich entdeckt. Wegpunkt. Nice, da ist geil. Er. Hier geht's also weiter. Okay, okay. Das ist das Tor der Tore, Freunde. Ja, Baldur's Tor. Oh. Alter, guck mal, wie der Tor brüllt. Ne, das ist das Gehirn. Das ist das Gehirn von Baldur's Gate, ja, Mann. Alles klar. Jusen, guck unseren Stream bitte. Alle Folgen. Alle Folgen, ja, für wirklich. Nächste Woche. Damit du überall dabei, oder? Damit du ab. Naja, würdest du so eine Aussage nicht treffen. Es funktioniert! Ach, körperlich schick. Vielleicht, geistig? Ja. Wo muss ich hin? Was geistig? Alter, hier gibt's ein Portal. Du kannst dich hierher spawnen. Guck, wo wir alle sind, und dann kommst du zu uns. Dann komm zu uns. Baldur's Tor heißt es direkt. Da, ja, da vorne. Hier ist ein Händler. You appear to be lost. Wir sind hau mal so ein Stahlwächter. Nein, die greifen uns an. Was denkst du denn? Ich hab Bock. Ich hatte Bock. So ist es nicht. Alter. Wollen wir machen? Oh, nein. Baldur's Warum sagst du es denn? An nicht die Überschrift. Portal nicht, steht ihr denn? Ja, aber nicht die Überschrift Baldur's Gate, sondern das, was ein bisschen weiter drunter steht. So, wir sollten vielleicht ein Stück weglaufen, sonst klickt er auf uns drauf. Baldur's Tor heißt das. Ja. So heißt bei mir das Gebiet, aber so heißt nicht das Portal. Ja, doch, weiter unten steht's da. Baldur's Tor heißt das. Ganz unten steht es, Baldur's Tor. Bei Baldur's Tor, ganz unten, Baldur's Tor. Rechts, ja, einfach genau. Draufklicken auf den. Ja, Ende. Er ist doch schon da, er ist ich hab's nicht gesehen, alles gut. Okay, jetzt übers Tor, oder was? Nee. Heiler, wo rennst du? Das ist ja alles groß. Ich glaube, da brauchen wir alleine schon 5 Streams, um die ganze Stadt mal zu erkunden. Ja. Wollen wir da jetzt darüber oder nicht? Also ich bin dafür. Ja, was ist jetzt das? Lass rüber. Oh. Was jetzt? Achso, dieses komische Beam wieder. Achso, aber vielleicht darf ich kurz vorher speichern? Ja, ja, klar. Ja, speichern. Aber lass bitte so schnell wie möglich aus der Stadt raus. Mir geht das Gelaber schon wieder so auf den Sack. Ja, wir wollen hier übers. Zum Beispiel. Übers. Ja, genau, hier folgt uns einfach. Kannst auch die Umgebungslautstärke ein bisschen leiser machen. Ja, aber dann fehlt es an anderen wichtigen Stellen wieder. Wollen wir auch reinquatschen und so. Wir sind nicht bereit, Sache. Kehrt um. Warum sind wir nicht bereit? Also, er meint, wir sollen da nicht hingehen. Dann lass ich's. Muss ja einen Grund haben, warum das passiert, wenn man die ganze Zeit in die Richtung läuft. Boah. Aber auf jeden Fall haben wir schon mal das entdeckt, Baldur's Tor. Also da geht's dann anscheinend richtig los. Jo. Weißt du, wir sind bereit, wenn wir die hier wegkennen? Ja, natürlich, die ganze Stadt, Jusen. Ne, nicht die Stadt, nur die Brücke. Wir bringen jetzt unsere Freunde um, weißt du, die mit uns zusammen dagegen kämpfen wollen. Das ist klar, die ist logisch.
Was für Freunde hier auf der Brücke? Wenn er unten die Errötung im nächsten Mal. Kennen wir gerade gar nicht. Komische Herzog, der hier regiert, der ist unser Freund. Und wenn du die Roboter und Soldaten hier wegkillst, dann ist das nicht so geil. Verstehst du das? Nö. Ist für mich unverständlich. Na, ist mir klar. So, was hat die denn hier? Drabatum. Or, if you are the practical sort, I also stop der einfach hinterher, warte, wird. Okay. Vielleicht machst du ja noch was Schönes. Ich wollte mal gucken, was bei der Quest hier ist. Oh, ich glaube, der ist ein bisschen besoffen. Zur erröteten Nixas, oder so heißt das Haus hier. Mhm. Ein Saufen oder was? Oh ja. Alex, darf ich ein bisschen Geld haben für ein Bier? Mach doch. Ich bin auch noch da. Oh, Pilot, komm mal hier zu mir. Überleben ist hier fehlgeschlagen bei mir. Vielleicht kannst du es fragen. Ich bin nicht bei dir, ich bin bei David. Ja, ich war in der Nähe von David. Oh, fehlgeschlagen, schade. Oh, das ist gut. Das ist ja cool, wenn man es. Achso. Ach, du bist doch schon, okay. Nein! Warum ist denn das Clown? Alex, Bier kostet 15. Ja, kann ich nicht ändern. Nimm die doch raus. Jusen, willst du auch ein Bier? Ah, ich bin gerade nicht bei dir, aber kannst du erst mitnehmen. Sonst haben wir jemand anderes. Kauf beide jetzt das ganze Bier für uns. Willst du abhaben? Ja. Ich hab mir schon eins gegönnt. Bitte sehr. Ja, dadurch irgendein Effekt oder so? Betrunken? Haben wir jetzt Beistand dazu bekommen? Nein, ne? Du magst wohl Alkohol nicht, wa? Ist gar nicht gut. We redden our steel by the light of day in his name. Leute. You are ja. Lamb ready. Ich glaube, ich bin gleich im Kampf. Mich haben. Hier ist so ein Schnitter. Ich komm zu dir. Ich bin irgendwo in der Stadt, David. Wahrscheinlich rechts von dir. Ja, ist okay. Naja. Dass ich gefragt habe. Na, vielleicht. Ich bin hochgegangen den Weg oder irgendwie sowas hat er uns ja geholfen. Hoch war das. Okay. Oh, okay. Pyrus ist da. Alter, der greift ja die Zivilisten an. Mhm. Okay, cool. Nicht cool. Jusen ist schon mal betäubt. Jo. Na scheiße, ich wollte mal verwandeln. Aha. Ich spannend, ob Alex das überlebt. Mal gucken, ne? War doch ein Fehlschlag, alles cool. Wo sind sie denn da unten? David, kannst du diesen komischen Typ spawnen, der mich nicht mehr gelebt macht? Okay, einer ist tot.
Nee, du bist betäubt, das geht nicht. Natürlich geht nicht. Läuft dir echt nicht? Was? Schön. Hab mich so dumm positioniert, dass ich sie alle nicht treffe. Beweg dich doch ein bisschen. Oder fliege. Fliege! Okay. Mach die. Alter. Töten hier die ganzen Zivilisten ja. Krass. Vielleicht lassen die Loot liegen. Alter! Okay, auch betäubt. Lächerlich. Ist immer gut, unvorbereitet in den Kampf zu laufen. Oh! Cutscene! Do not forget who you serve. Oh, Schalinchen, okay. Der ist leider zu süß. Was? Feel an all too familiar squirm in the recesses of your mind. The fist has a tadpole, but something's off. Not I. We. And we do not serve. Er ist weiter kämpfen. Effective. Very well. Another offering to Bob. Cool, wir kriegen Hilfe. Bilder von mir. Alter. Ja klar. Warum nicht? Warum nicht? Warum bin ich jetzt nicht im Vorteil gegen die? Pass auf, die hat Unaufhaltsam. Ach so. Willst du denn im Vorteil sein, wenn sie direkt vor dir steht? Na, weil die andere noch neben mir steht. Nicht hart am Blüten. Ja, aber bei der ist eigentlich egal, was du machst. Ja, na, ich nehme den Billo-Angriff. Versuche aber erstmal einen anderen zu töten hier. Drumherum. Nee, so keine andere. Doch, er sieht ja aber wenig. Steht einer. Ja, aber den sieht er wenig, steht oder? Er nicht hier? Nee. Den sehe ich leider nicht. Die da oben auf dem Turm, die auch. Hier hat er sich unsichtbar gemacht auf dem Turm. Ja, kannst du Fernkampf irgendwas machen? Musst einmal drehen, genau da. Oh, doch da war er. Der hat sich unsichtbar gemacht. Ich kann ihn immer noch nicht sehen, Leute. Alles gut. Aber kannst du Fernkampf machen, die da oben ja, die Bogenschütze? Ja, mach ich doch. Oder die andere, ja. Die auf der Treppe. Ich. Ja, ich auch. Ja, ich guck gerade. Wo bessere Chancen sind, einfach. Perfekto. Auch nicht schlecht. So, jetzt hat sie nur noch einen unaufhaltsam. Nice. Doch. Brauchst du, glaube ich, nicht, oder? Nö. Obwohl die gleich stirbt da, aber es kann uns ja egal sein. Ja, Loot für uns, aber warum ist denn jetzt genau vor? Kommt drauf an, ob es gut oder schlecht ist. Wenn ich springe, oder mich. Was ist mit dem Hund eigentlich? Der ist neutral. Rufus! Rufus darf nicht sterben! Mhm. Aufpassen, dass Rufus überlebt, Leute. Hast aber auch einen vor dir, David. Na, pack mal aus, du. Den Lachs. Ja, der hat auch unaufhaltsam, deswegen ist Ja, dann... Wir müssen ja die unaufhaltsamen Scheiße wegkriegen von ihm. Dann greift er den neues Mann. 20, Geschicklichkeit 20, Kondition 20. Das ist richtig mies, was vor dir steht, David. Ein unaufhaltsam hat er noch. Cool. Ist nicht weggegangen wegen Fehlschlag. Kriegt auch die, ne?
Ist er da. Ich könnte nochmal angreifen, aber bei dem Billo-Gegner würde ich jetzt keine extra Moves machen, ehrlich gesagt. Nee, hebt ihr Tatendrang auf. Ja. Wir haben ja hier Hilfe. Zack, unaufhaltsam weg. Sehr gut. Ist doch gleich toter. Die Ratte. Leute, ich bin betäubt. Mhm. Brauchst du nicht, nein, nein. Nur zwei. Ja, deswegen alles gut. Wow. Deren Angriffe sind ja lächerlich. Etwa dumm von ihm, dass er jetzt weggelaufen ist. Ist er schon halb tot. Jetzt steht er direkt vor mir. Der ist weggelaufen, weil er furchtsam hat, Peiler. Ja, wenn die furchtsam sind, dann laufen die immer weg. Jo, schön. Hm. Dann hab ich. Sag's ja nur. Oh, die ist tot. In Ordnung. Machen wir einfach irgendwas, Leute. Oh, warte da. Kopie. Steht wohl nicht auf dich. Ist das? Nee, nee. Das ist die Hauptmann-Typ wieder. Lass sie sterben. Wo kommt Rufus? Dahin. Na ja, dann ist er halt tot. Ist auch nicht schlimm. Ist eine Stelle frei geworden. Welcher Storystrang uns jetzt dadurch flöten geht? Also, wir haben Wollo sterben lassen. Da oben. Der hier unten steht auch noch, ne? Da ist keiner, war da, kann man einfach. Ja, aber wir sehen keinen, sorry. Ja, ist richtig, aber du könntest da hin, David. Du könntest da schon mal hinlaufen. Ich habe erstmal zwei. Ich soll da hinlaufen, sagst du, ja? Okay. Ja, wenn du da. Nein, weiter geht nicht. Ja. Kann nicht mehr. Hat Rettungswurf gesungen. Aber was, kann ich da auch was hinwerfen? Ich hab nicht genug Bewegungsrate, leider. Ja, aber dann komm doch schon mal näher. Ja, ich komm zu Jusen runter. Oh, so gut. Soll ich mal Energietunnel da entlang machen, wo du sagst? Na, David hätte. Na, aber nee. Dann hätte ich nee, aber dann sieht man ihn vielleicht, der kann David angreifen, dann ist er tot. Nee, David hat ja nicht genug Bewegungsrate, um da nochmal anzugreifen. Aber ich könnte den Energietunnel machen jetzt. Ja, aber heb's dir doch auf, es sind doch eh nur noch zwei Gegner. Der ist doch gleich wieder sichtbar. Ja, Newsen, kannst du noch ein Stück zur Treppe laufen? Ich kann mich gar nicht mehr bewegen, nee. Ich kann da Sport machen, wenn ich schon hier bin. Da soll er sein. Die waren ja richtig nutzlos hier. Ja. Obwohl, nee, der da hinten hat die gut für Schaden gemacht. Ja? Gegen den da vor mir steht, ja. Achso, mit dem Furchtsam, ne? Mit dem, ja, mit dem Unaufhaltsam. Chillig. Ja. Nice. Aber wieder unsichtbar, der Hund. Naja, hat er. Hat er hingekriegt.
So, jetzt muss der Typ nur noch auftauchen und dann. Nice. Oh, cool. Ich wollte es mal abkürzen. Jo, war doch gut. Oh, ich bin in der Cutscene. You feel a familiar squirm deep in your mind. She has a tadpole. Okay, krass. Mittlerweile hat ja jeder so einen Wurm in seinem Schädel. Must be quick. This mind is small. Fragile as an egg. Listen now. Ich will Fürstens machen. Soll ich mal probieren? Wer seid ihr? Oder? Ja, kannst du auch probieren. Weisheit. Passiert ja nichts. Ne 2. Ich hab plus 1, also ich müsste nur eine 1 machen. Null. Ja, aber es ist nur eine 1, Digga. Ist doch auch so eine 1. Kritischer Fehlschlag. Kritischer Fehlschlag. Ja, okay, stimmt. Darf ich bitte nochmal würfeln? Na, mach. Warum kritischer Fehlschlag? Ja, ich dachte 0 wäre kritischer Fehlschlag. Naja, 0 gibt's doch auf dem Würfel nicht. Ach so, stimmt. Ja, okay. Entering her mind is like boarding a sinking ship. The architecture of her consciousness buckles and collapses. Thoughts yield to a flood of overwhelming power. The elder brain. Dem ältesten gehört. Do not waste time. This mind cannot bear us. Er wird flüssig. Okay. Ich hab das Gefühl, die weiß nicht, was sie mit ihren Armen gerade machen soll. Das ist ein bisschen steil. We grow. Loosen our clumsy bindings. Aid us, necromancer dead. Changeling and tyrant remain at odds. Kill them. Okay, ja, wir töten nur die, die wir killen wollen, Fräulein, also. Das hättest du schon mal mitkriegen müssen. Hier schweben durch Baldur's Gate schon einige Legenden von uns. Sie verpeilten. Mhm. Okay. Sollte doch eigentlich schon jeder von ihr gehört haben. Vielleicht hat sie den Wurm, beziehungsweise lass mal Alex gucken, ob sie den Wurm hat. Vielleicht können wir auch. Oder du steckst sie einfach rein. Hast du eigentlich Wolle noch im Inventar oder hat Alex den schon verpasst? Der ist in der Kiste. Der ist in der Kiste. Der ist bei mir in der Kiste zu Hause, ja. Also, soll ich mal an der da unten ausprobieren, ob ich die wiederbeleben kann, die Zwergen da? Oder was das war? Mike, versuch es mal. Probier nicht überstudieren. Warte, welcher Zauber war das? Die Olle hat doch einen Wurm im Kopf. Kriegen wir nicht was von dir? Na, guck doch. Kann ich machen. Nicht, wo es ist hier. Kurz die Sanduhr raus und das dann. Ich würde gerne erstmal das Unkraut hier alles einsammeln. Hä? Warum ist der Zauber hier nicht drin? Ach, einen untoten Diener aus einer Leiche. Ah, okay. Ich hätte mal genauer lesen sollen vorhin. Schade. Dann bist du jetzt der Captain. Oh, bin der Cutscene, weil ich jemanden beklaut habe. Das ist ja nicht so einfach, wa? Kannst ja gleich mal die Strafe absetzen. Ich kann ins Gefängnis gehen, 994 zahlen oder angreifen. Dann geh ins Gefängnis. Viel Spaß. Warum soll ich das tun? Alter. Digga, das ist eine Wache, ne? Wenn du die jetzt angreifst, sind alle Wachen hier drin, wenn wir Pech haben, gegen uns. Und 1000 Gold fast sind echt viel. Das bist du nicht wert.
Keine Ahnung, was man sonst machen kann, aber... Soll ich jetzt ins Gefängnis gehen oder was? Naja, was sollen wir jetzt machen? Ich habe leider vor 20 Minuten gespeichert, das letzte Mal. Uns müssen wir nochmal alle wiederholen. Du musst ein bisschen aufpassen, was du drückst. Wir angreifen. Digga, wenn du jetzt angreifen drückst, dann können wir gleich neu laden eigentlich. Ja, aber wenn ich ins Gefängnis gehe, habe ich gar nichts mehr. Das weiß, wissen wir ja nicht. Vielleicht können wir dich ja rausholen. Vielleicht bist du ja hier in der Nähe in der Stadt. Ja, und dann wisst ihr auch, wo man es täuscht und so alles ist, sowas. Ja, vielleicht kriegst du das wieder. Wir wissen es doch nicht. Wir können doch immer noch neu laden. Du bist jetzt eh in einer scheiß Situation, also... Ja. Deswegen geh lieber ins Gefängnis, weil angreifen wissen, was passiert. Genau. Gut, Erfahrungspunkte für bekommen. Okay, ich hab anscheinend meine Rüstung noch. Nee. Doch, meine Waffen habe ich. Nee, Waffen nicht. Aber Rüstung. Rüstung habe ich. So knacke. Echt über angegriffen. Sogar im Knast wäre es Clown. Jusen, du bist zwar einigermaßen jetzt aufgepowert, das geben wir ja alle gerne zu. Aber du bist ja nicht die krasseste Person in dem Spiel. Wenn 5 Wachen um dich rumstehen, überlebst du das auch nicht. Muss schon ein bisschen aufpassen musst du schon. Wenn du jetzt ein krasser Kämpfer bist. Geil. Schriftrolle der Eiswand, Alex, die ist ja cool. Mhm, gerade gefunden. Kann bis zu 120 Schaden machen. Mhm. So, dann müssen wir mal Jusen jetzt irgendwie rausholen. So, mal gucken. Mal gucken. Ist auf jeden Fall mal interessant zu sehen. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt billiger wird oder ob wir das gleiche zahlen oder jetzt doppelt so viel zahlen dürfen, um ihn rauszuholen. Als die 900, fast 1000 da. So, mal gucken. Ist auch mal interessant zu wissen. Erstmal gucken, wo er überhaupt ist. Auf der Karte. Ja, Mayuse unterhält sich. Mit einer Ratte. Florgrad Park. Ich würde sagen, wenn ihr beide zusammen rauskommt, macht er Ratatouille oder was? Ja. My mirthful mate. Care to take a squeak at my friend Rastical Wares? Zeigt mal eure Angebote. Ja, wenn ich kein Gold habe, was bringt das? Können wir dir doch reingeben. Lass doch gucken, was die hat. Wenn sie dir das schon anbietet? Ja, wir haben die Schriftrolle Feuerball. Brauchen wir nicht. Schriftrolle Feuerfall. Schriftrolle Klopfen. Schmieren. Und Unsichtbarkeit. Okay. Die hat nicht gutes Zeug. Oh, dann ist es so. Elixier der Unverwundbarkeit. Okay. Werde gegen alle Schadensarten resistent. Das ist nicht verkehrt. Kann ich aber herstellen. Echt? Ja. Okay. Und noch ein Schlüssel der Kontrollsensor Nummer 2. Das ist vielleicht gar nicht mal so blöd. Brauchen wir den. Wir müssen aber erstmal sowieso gucken, wo du bist. Steht da irgendwas? Next screen. Come on. Spielt das Spiel jetzt schon wieder ab, Leute? Ich hab 3 Gold und ja, ich hab keine 3 Gold. Ich quatsch noch mit ihm, jetzt. Ja. Ich kurz auszuquatschen, wo bin ich? Gefängnishaufen. Ja, ich darf das Spiel neu starten. Alles klar. Bei mir steht nur weil ich aus der Szene von Jusen rausgetappt bin, habe ich einen Blackscreen, wo nichts mehr passiert, kann nichts mehr machen. Mega. Ah, heute ist irgendwie der Wurm drin. Keine Rückmeldung, ja. Hat sich komplett aufgehangen. Ja, Akt 3 ist... Ich weiß ja nicht, ob das jetzt in Akt 1 und 2 auch so ist, aber Akt 3 ist recht verbuggt. Also zumindest ich habe da große Probleme mit. Hm, ich habe auch... Also ich muss jetzt das Spiel auch immer neu starten. Und Jusen hat, wenn es an der Grafikkarte liegt, Jusen hat auch eine Nvidia drin, oder? Nee, Jusen hat jetzt eine Dings drin, ne? Eine AMD, oder? Und David auch. Vielleicht liegt es wirklich an den Grafikkarten. Wir beide sind ja Nvidia.
Ja, also Grafikkarten-Update habe ich aber vorher gemacht, ihr habt. Ja, ich auch. Habe ja auch gerade eben extra nochmal nachgeguckt. Ich habe ja letzte Woche eins gemacht, ihr habt. Aber es ist alles aktuell. Aber ist jetzt das vierte Mal schon bei mir? Bei dir das zweite Mal gewesen oder so? Das ist schon... ja. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. A most excellent decision. Ah, so dieser. In der Ausrüstungstruhe vor der Zelle findet ihr anschließend eure beschlagnahmten Gegenstände. Okay. Boah, also, muss auch wissen, wo wir hin müssen. Also vor meiner Zelle, okay. Ja, das Problem ist, dass bei dir unten so ein Stahltyp ist. Halt. Das Problem ist, dass ich. Könntest du mir ein bisschen Gold mal reinpacken? Kann ich die Retter ein bisschen. Voll Quatsch. Was passiert denn, wenn man dir einen Unsichtbarkeitszauber geben? Ja, das wäre super, wenn du das Tor aufkriegst. Ah, die Kiste sehe ich schon mal. Aber das Problem ist, ich habe noch Gitter vor mir. Wenn du einen Dietrich hast und einen Unsichtbarkeitszauber, müsst ihr das nicht vielleicht selber hinkriegen? Ich weiß nicht, ob meine Fingerfertigkeit dafür gut ist, was zu knacken. Wo hast gucken, du gesagt, hast? David? Wo soll das sein? Wie, wo soll das sein? Du hast doch gerade irgendwas vorgelesen. Das ist nur die Truhe, wo sein Stuff drin ist, das ist vor seiner Zelle. Achso. Genau. Das hat er gesagt. Und ich sehe die Truhe auch schon, ich sehe auch die Truhe schon. Besitztümer der Gefangenen, das ist wahrscheinlich meine. Ja. Kannst du stark aussehen, mein Freund. Ja, aber Zeit hinter dem Metalltor. Ich hab bloß auch die Frage, wie wollen wir Usen da am cleversten raus? Und entweder bezahlen wir oder das andere wird sein. Ich würde ja gerne erstmal wissen, wo er ist, dann kann ich ja die Zelle vielleicht aufmachen. Naja, aber da sind ja auch Wachen, Digga. Du kannst dich da nicht einfach vorstellen, Zelle knacken, wir marschieren da alle zusammen raus. Das wird nicht funktionieren. Nee, aber ich kann ja mich vielleicht auch verstecken oder so, wenn es dunkel da ist. Kann man ja. Wir können uns das ja wenigstens angucken, wenn wir das Gebäude finden, wo er drin ist. Das wäre ja meine Maßnahme. Ihr seht mich gar nicht. David googelt doch die ganze Zeit. Dann kannst du mir helfen, die Karte aufdecken. Vielleicht sehen wir ihn dann. Spiel also hat er sich hat, wieder aufgehangen. Wenn man bei ihm ist, kann man auf jeden Fall sehen, dass es einen Weg zu der gleichen Quest wie bei uns gibt. Deswegen gucke ich gerade schon, wo die Quest bei uns wäre. Weißt du, wie das Haus heißt? Ich bin in der Katzin anscheinend. Nee, er ist noch im Floorgrad Park. Das sieht man, wenn man bei Usen drauf. Bei Usen drauf sein Bild doppelklickt, dann siehst du ja da auch die Map. Und da sind auch zwei Zugänge. Muss ich jetzt wieder ins Gefängnis? Hast du da jetzt irgendwas zerstört oder was? Ich hab da was versucht anzugreifen, ja. Ja, gut, ich bin trotzdem immer noch im Gefängnis. Also, es ist dasselbe immer noch. Ja, aber du. Alex, kannst du dir achtmal sagen, ne? Ja, das wird. Ja, Digga, was soll ich denn machen? Ich bin hier in der Zelle und ich will hier versuchen, ja, Digga, aber wenn du in der Zelle bist, wir haben gesagt, warte mal, dann musst du doch nicht irgendwelche Sachen angreifen. Also, das ist doch. Alex sagt dir das immer und immer wieder und du tust nach 10 Minuten genau das Gegenteil davon. Versuch dir heute für nichts. Ja, weil die Quest ist bei. Ah, wo ist vielleicht auch nicht der Ausgang? Wäre ich jetzt noch mal zur erröteten Nixe gegangen, hätte da jetzt mal was da irgendwo. Versuche die errötete Nixe? Wenn man bei Usen Doppelklick auf das sein Dings macht, dann sieht man ja die beiden Quests. Das andere ist Tuff Damon, das da oben. Vielleicht irgendwie in der Nähe. Aber ich sehe jetzt hier nichts, was so nach Knast aussehen könnte. Ich finde auch über diese Stadt nichts. So, ich kann ja mal bitten. Ich hab hier auf der Karte leider auch nichts, was Gefängnis ist. Das Haus der Trauer ist auch nicht der Gefängnis, ne? Ne, ich glaube. Teufelsschmiede der Neuen. Hafenstrand, das ist das Anwesen.
sind wir denn hier? Nicht mal Vicky findet das. Ja, wäre es nicht einfacher, vielleicht einfach neu zu laden? Wo ich noch nicht im Knast war? Oh, dann müssen wir eine Bohne machen. Na gut, dann machen wir das dann. Alle einverstanden? Haben wir eine Wahl? Geht aber nicht anders. Dann können wir uns ja vielleicht diesmal besser positionieren. Mal gucken. Mhm. Mal gucken, was wir jetzt alle nicht gemacht haben. Und so, und wird in den Städten uns auch immer wieder passieren, dass einer mal was Falsches drückt. Das passiert halt einfach. Jo. Okay, ja, den kompletten Park haben wir jetzt nicht gemacht. Und wir haben auch noch keine lange Rast, ne? Mhm. Die lange Rast müssen wir auch noch mal machen dann. Hä? Oder? Bei mir ist alles voll. Ah, okay, dann ist gut. Nee, ja, da wo wir ins Tor gegangen sind, da hat sich welche. Ja, okay. Sanlitze oder könnte sich auch runter zur Haufenstrand teleportieren, dann ist ja die Frage, welche Quest wir machen wollen. Wo oder das Teufelsherz. Da? Beim Schmiedenhändler warst du ja bestimmt schon. Jetzt kann ich das Spiel neu starten. Bei dem Schmiedenhändler war ich schon, ja. Weil da ist ja auch eine Quest mit Dings. Und da ist echt der Boden drin. Startet das Spiel nicht oder was?